Moin Moin, Heidiho, herzlich willkommen. Und vor allen Dingen guten Morgen. Zurück zur Medieval Dynasty. Es gab eine ganze Reihe an diversen Patches und allem und irgendwas, aber mir juckt es schon seit einiger Zeit tatsächlich in den Fingern. Aus dem einfachen Grund, das mit dem Multiplayer war ganz cool, das hat Spaß gemacht, es ist aber tatsächlich einmal ein komplett anderes Spiel. Und ich würde ganz gerne auf der neuen Map einmal mit all dem, was jetzt auch möglich ist und was da auch so geht, ganz gerne mein eigenes Dorf bauen. So wie ich es davor quasi auch schon gemacht habe. Es lädt so dermaßen zum Träumen ein, dass es halt, wie gesagt, tatsächlich, und ich hätte es nicht vorher gedacht, auch ein anderes Spiel ist, wenn man es halt alleine spielt. Dementsprechend würde ich ganz gerne mich einmal so ganz persönlich austoben aller Männerlords oder aller Medieval 1.0 sozusagen. Und dann hätte ich das schon mal gerne. Moin auch Jennifer, moin auch Griff und moin auch Kapushaar. Und dementsprechend werden wir auch mit Oxbow spielen. Das ist Teil, den wir nicht nehmen, sondern Oxbow. Dann müssen wir mal gucken, was wir da vielleicht so Feindet für uns finden. Ich werde auch hier wieder diverse Sachen anpassen. Und zwar, gucken wir mal, Benutzer definieren, vor allen Dingen. Jahreszeiten dauert 3 Tage, dann ist okay. Steuern können wir später eh noch anpassen, ist ja eh egal. Moin auch Spiele treffen für Dein. Moin auch Yoshi. Hallo, ho, 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 ho. Unbegrenzte LP? Nein, nein. Unbegrenzte Ausdauer? Ja, ja, ja. Unbegrenzte Tragen? Ja, ja, ja. Das brauchen wir. So, den letzten Rest können wir tatsächlich erstmal so lassen, wie es ist. Jetzt mit den Tieren und so weiter mit LP, das können wir sogar durchaus uns dann irgendwann mal noch ein bisschen hochsetzen. Hätte ich eigentlich dann später erstmal nichts dagegen, aber jetzt am Anfang erstmal noch nicht. Wir machen definitiv schnelles Handwerken, schnelles Bauen. Multiplikator für XP-Gewinn, aber volle Kanne. Multiplikator für Technologie, volle Kanne. Und Reputation gehen wir natürlich auch. So. Denn wir wollen uns aufs Bauen konzentrieren. Und einen gewissen Fortschritt hier auch bekommen. Nämlich in Kleinigkeiten verlieren und am Ende des Tages halt nicht unbedingt hardcore farmen müssen oder irgendwie so. So, dann wollen wir mal. Dann werden wir mal sehen. Ich hatte sogar überlegt, heute nochmal The First Descendant zu machen. Aber ich glaube, alleine, reizt mich das so sehr. Ich glaube, da müssen wir mal gucken, dass wir irgendwann da zusammen machen. So gut ist es dann am Ende des Tages halt dann auch nicht. Zusammen im Coup, glaube ich, könnte es ganz cool sein. Das wusste ich schon. Aber geil. A moment, sir. The horses will need to rest soon. There are more trees around than I'd like. But the dusk is near. Let's make camp. Yes, sir. Hold! We are not going to stay! Round them up. The biggest profits the guild ever made. They must be filthy rich. Or, you know, stupid. And rather desperate. They giggle like children while we freeze. I can barely feel my... Gerade so.
Und Heiko. Looks like you fell out of your cage, little birdie. Oh, is your wing broken? Poor little thing. I hope it doesn't hurt. Try not to die, birdie. You got a message to Trip. Take half of the worst, torch the rest. I might have a buyer for them. Let him see my offer. Burns in the sky. Oh yeah. Moin auch, Enuki. Ja, schönes Intro, muss man ja immer fairerweise sagen. Das gefällt mir. Oh, es gibt doch mittlerweile so ein, zwei mehr. Irgendwie Geschlecht männlich. Ja, der sieht doch schon so aus, ne? Komm, nehmen wir den mal erstmal. Oddbild. Naja, ne? Ich würde sagen, das ist okay. Stimme? Good job. I need some food. Will you marry me? I need some food. Will you marry me? Die dunkle Stimme. Eieiei. Ist ein bisschen mehr kantig, ne? Muss er schon definitiv. Was hat er denn vor Augen? Nee. Ist böse hier. Komm. Ah. Dicke Zinken. Was können wir denn noch so machen? Die Farbe ist eigentlich schon ganz okay. Typ, Muttermale, naja. Intensität, ja, auch egal. Sommersprossen. So ein paar kann er durchaus vertragen. Ich meine, wir sind ja quasi noch den ganzen Tag draußen und so. Man auf okay. Die essentiellen Sätze des Lebens. Ich habe tatsächlich gar nicht richtig zugehört. Insofern, höchstwahrscheinlich, weil das gehört wahrscheinlich auch zu den essentiellen Sätzen des Lebens. Einen Namen braucht er nicht. Nein. So, was haben wir hier noch so? Jetzt wird's, glaube ich, interessanter. Ah, ein Rotschopf? Spürt ihr, wie mit jedem Tick die Seele verschwindet? Sieht er eher aus, als würde er hier anfangen, Gemüse zu verkaufen. Und jetzt, als wenn er Englisch spricht, das niemand versteht. Und jetzt, als wenn ein sehr großes Schwert durch die Gegend schwingt. Ah, guck mal, das ist doch ein schicker Kompromiss. Yeah! Ach, ich kann es auch nochmal, na gut. Whoopsie. Ist noch dickere? Gar kein I, das sieht aber komisch aus. Ich sag mal, das hier sind richtige Augenbrauen, so wie das gehört. Jetzt brauchen wir noch einen richtig anständigen Bart. Sieht er eher so aus, als wenn er eine neue Religionsgemeinschaft gründen würde oder sowas. I need some food and will you marry me? Und? Ich hab dir nicht zugehört. Die drei. Ich glaube, wenn wir uns auf die drei Sachen einigen können, ich glaube, dann. Ich glaube, da kann man schon durchaus Mord auch schwarze Kobra. Nixus Minimax. Also, so vielleicht auch. Okay. Ich lasse mich gern drauf. Ja, kein Problem. Minimax. Ach ja,
man spawnt hier ja so ein bisschen anders. Ich vergaß. Ich vergaß. Und looten. Level 1 beim Überleben. Es müsste ja eigentlich noch eine Truhe geben beim Heilelehr. Obwohl, sie müssen erst mit Seduwin reden. Weißt du noch, aus welchem legendären Film das ist? Nixus Minimax? Spaceballs? Nee. Oh. Brian? Der Nixus Minimax her aus das Leben des Brian. Ich habe das Leben des Brian mindestens 10 Mal gesehen oder so. So. Es bleibt leider dabei. Es ist nach wie vor nicht wirklich nicht vertont. Was immer noch ein bisschen schade ist, ich finde, das Spiel würde enorm davon profitieren, wenn es deutlich weniger Konversation gäbe, die vertont ist. Weil du hast teilweise irgendwie, weiß ich nicht, 15 Minuten kannst du irgendwelche Texte lesen. Ist ein bisschen schade. Aber ist auch nicht schlimm, weil das Spiel spielt man aus anderen Gründen. Zumindest ich persönlich, ich will mein Dorf bauen. Ja. Der Rest ist deswegen egal. Ich will es nur einmal kurz erklärt haben. Ich habe es beim letzten Mal versucht. Ich glaube, so noch die ersten paar Stunden habe ich die Sachen vorgelesen, aber es ist einfach zu viel. Und glaubt mir, ihr wolltet nicht, ich wollte nicht, dass ich euch da irgendwie 15 Minuten am Stück irgendwelche Texte vorlese. Und das ist nicht übertrieben. Ja. Es ist wirklich eine Wall of Text nach der anderen. Und das halt, das muss tatsächlich auch nicht sein. Ist aber auch nicht allzu spannend, sind wir mal ehrlich. Also auch da ist es, entgeht dem Spiel nichts. Nichts von der Faszination, wenn wir das Ganze hier ein bisschen schneller machen. Das, was am Ende spannend ist, nämlich die Romanzen und so, die machen wir natürlich. Gar kein Problem. Das werden wir natürlich alles machen. Zwischendurch schon mal alles Mögliche an Steinchen und irgendwas sammeln, denn wir werden bauen. Oh, werden wir bauen. Ich freue mich schon auf so vieles, das glaubt ihr gar nicht. Brian. Der Schwanzus Longus, definitiv. Ach, die Romanzen sind vertont. Sagen wir mal so, nein. Aber... ich könnte sie durchaus vertonen. Ist schon okay. Es ist anders als beim ersten Mal. Warum ist die Maus so schnell? Wir müssen mal eben noch kurz was ändern. Das ist mir zu viel. Ah, viel besser. Nachvertonen. So ungefähr, so ungefähr. Hau mich! Ja, Inkontinentenz, ja, die kenne ich auch. Schwarzes Loch, Pusche zu Boden und so. Das kenne ich alles. Ist doch draußen? Ja. Okay, das ist es. Jetzt müssen wir mal gucken. Stelle ein Steinmesser her. Naja, naja, naja. Könnte schwierig werden. Sag mal. Warum? Ach so, nee, genau. Ich kann nur mehrere gleichzeitig herstellen. Häute das Huhn, das neben der Truhe liegt, und sammle das Fleisch ein. Oh. Hep, hep. Das ist aber ein Hahn. Und auch Nordstern. Kratz mich. Ja, ganz genau, ganz genau. Hol die Kamera raus. Oder pack die Kamera weg. Je nachdem, je nachdem. Stelle eine Fackel her. Das sollten wir doch auch hinkriegen, oder?
Trifft die Zielscheibe mit dem Speer statt eines Holzspähe. Kriegen wir auch hin. Verwende die Feuerstelle im Krankenhaus. Ah. Alter. Feuerstelle. Und gleich viermal herstellen, so wie das gehört. Es ist, das ist kein Hütchen. Kannst du mir erzählen, was du willst, aber so sieht kein Hütchen aus. Wohl damals, ne, die wurden ja alle anders gezüchtet und so, ne. So sieht Hühnchenfleisch eigentlich aus. Ja. Das eigentlich echte. So, dann wollen wir den Holzspeer mal ausrüsten. Zielscheibe soll ich treffen. Yay! Yeah. Jetzt sollen wir nochmal mit Seduin reden. Machen wir mal. Ja, ja. Schon was Feines. Hallo, Seduin. My favorite patient is back. Alboro. So, jetzt müssen wir mit Mirogoth reden. Wir müssen natürlich... Oh, die ganzen Händler hier. Oh, hallo. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Gebt mir all euer Geld. Ich fühle mich, als wäre ich zu Hause. Moin, moin, auch Mirogoth. Gute Tächte, hey. Ich bin da. Und jetzt hör auf zu faseln. Müssen wir mit der Wahn reden? Worauf wir auf jeden Fall achten müssen. Oh, guck mal, genau, die Spaliere. Ja, auf die Spaliere freue ich mich auch sehr. Oh ja. Und das hier werde ich mir schon mal straight weg kopieren, das sage ich euch. Jetzt schauen, dass wir so, dass wir so kleinere Felder anlegen, die dann einzeln umranden. Und dann den Zaun so drumherum mit Spalierchen. Dass wir wie so eine Art kleineren Kräutergarten und so haben. Das habe ich in der, ich glaube in der Wartburg war das auch so, da hatten das auch so ganz quasi so einen mini-kleinen Garten, der dann ein bisschen sortiert und so. Ja. Na gut, okay. Machen wir mal weiter. Moin auch. Monster. Hallo. Ja, wir müssen auf jeden Fall ganz schnell unseren anderen Samen setzen. Denn wir wissen ja, das dauert immer Ewigkeiten, bis sie dann irgendwann erwachsen werden, ne? Das heißt, wir müssen ganz schnell anfangen. Behalte die Situation in Oxbow im Auge, sagt er uns jetzt hier einfach. Bleib wachsam. Ich würde sagen, wir können langsam aber sicher loslegen, oder? Ich finde es auch ganz angenehm, muss ich sagen, dass sie hier sogar das mit den Umrandungen auch wirklich anzeigen, wo du nicht bauen darfst. Schon ganz geil, wie ich finde. Frage ist jetzt nur, wo bauen wir, werte Freunde der Sonne? Das ist nämlich wieder mal nicht so einfach. Ich meine, schaut mal hier, ne, so eine kleine Insel. Wir müssten eigentlich Spieleinstellung anpassen. Genau, Gebäudelimit. Ich habe das Gebäudelimit vergessen. So, Gebäudelimit ist schon mal da. Ach, wisst ihr was? Wir machen das schon mal direkt von Anfang an. Dass auch ein bisschen Barbarnung mit reinkommt. Das heißt, wir werden mal den gesetzlosen Schaden erhöhen, die gesetzlosen LP erhöhen. Ich glaube, ist das nicht geil. Wenn die so viel Kopfschüsse aushalten, ist ja irgendwie auch ein bisschen doof. Wir setzen aber den Schaden enorm hoch. Tiere, würde ich sagen, setzen wir sogar mal trotzdem. Obwohl, dann sind es bei den normalen ja auch wieder. Das ist auch nicht so richtig cool. Da werden den Schaden sehr hoch setzen. Das ist eigentlich immer das, was ich am liebsten immer mag. Alles tut allen besonders hart weh. Bleib wachsam. So, ich glaube, wir dürfen loslegen.
Oder nee, ich glaube, die wollen sogar noch. Wollen die das so hier noch was machen? Okay. Insel ist perfekt, dann kann man wieder in Stream nur eine Brücke bauen. Ja, wir können ja mal schauen, ne? Ich meine, es gibt eine ganze Menge Flüsselies und so, das ist schon gar nicht so verkehrt. Natürlich wäre es gar nicht so schlecht, wenn wir jetzt nicht allzu entfernt wären von Pistovia. Hier unten wird es ein bisschen bergiger, ne? Und wir haben hier durchaus noch den Platz. Also wir könnten uns überlegen, hier oben drauf irgendwie so eine Art, ne? Ich habe immer noch die Hoffnung, irgendwann mal eine richtig geile Bergstadt zu bauen. Allerdings wissen wir alle, das funktioniert natürlich leider nicht so richtig gut. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ja? Aber ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall mal in diese andere Richtung und versuchen es mal da unten so eher so ein Stück weit. Bierflation, ja genau. Beer me. Beer. Oder am Ende von so einem Flüsschen oder so? Wir können ja mal hier drüben eben mal schauen. Knack, 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 knack. Passt euch mit der Lautstärke? Ich habe jetzt nichts verändert. Das sah sehr stark danach aus, als wären meine Einstellungen noch da. Aber man weiß ja mal nie so genau, wie dann am Ende des Tages so alles so läuft, ne? Deswegen. Warte mal, wir müssen auch noch ein bisschen mehr herstellen. Fällt mir gerade so nebenbei ein. Ich hätte noch ganz gerne auch eine Steinaxt. Bast! Das ist gut. Gibt es mittlerweile Brücken? Ich weiß es nicht. Aber wenn, werden wir sie nicht bauen. Sondern, ich weiß nicht, wir werden sie zweckentfremden. Aus der Brücke machen wir dann am Ende eine Mühle oder so. So, ein bisschen was müssen wir uns mitnehmen. Brauchen wir nämlich für die ersten Häuser. Das ist ganz wichtig. Mal noch Nutjack und mal noch Teoto Zero. Hallo, hallo, hallo. So, ne? Ich denke mal so für den Anfang sollte das reichen. Vielleicht reicht das ja schon, um unsere erste Frau zu beeindrucken. Unsere einzige Frau zu beeindrucken. Guck mal, ich habe Dreck gesammelt. Siehst du das? Tolle Stöckchen. Und Steine. Ich dachte schon, ich werde jetzt hier das erste Mal attackiert oder so. So, mal schauen. Also, ich würde sagen, wir tigern einfach mal wirklich ein bisschen drauf los. Brauchen Speere. Fällt mir mal so nebenbei ein. Ich glaube, wäre gar nicht so verkehrt, wenn wir relativ schnell anfangen würden, uns die ersten Speerchen zu besorgen. Na? Wer hat's vermisst? Wer hat's vermisst? Wer hat's vermisst? Den ersten, das erste Gebäude haben wir freigeschaltet. Den Brunnen. Und Griff, hast du mal bei First Descendant mal reingeschaut? Ich glaube, First Descendant kannst du wirklich nicht irgendwie komisch Deutsch-Englisch aussprechen. Weil ich mach das ja mal ganz gerne. Das ist manchmal auch echt ein Fluch, aber First Descendant. Der ganze Sprechflow, ja, dabei zwingt dich schon, das irgendwie richtig auszudrücken. Das mag ich gar nicht. So, dann werden wir noch mal ein paar mehr Speerchen herstellen. Der Baum fällt auch auf Schaden 1000. Das wäre übel. Ich hoffe nicht. Nein, nein. Production. Befallenes Haar. Schauen wir uns mal an. Hallo. Ist da wer? Könnte auch unser erstes eigenes Haus werden, oder? Oh, Mehl. Oh. Säckchen. Oh.
Roggenkorn, der wird ja immer besser. Sag mal, hör mal auf, du. Das ist ja Wahnsinn. Wir sind quasi schon reich. Tierfutter. Hm, nett. Stroh. Sag mal auch nett. Naja. Crazy, dass ich jetzt hier nicht schlafen kann. Holger. Stärketrank. Oh, oh, oh. Das Mule des Mittelalters. Oh. Zwei Bronzesicheln. Das ist echt nicht verkehrt. So langsam. Hast du nur eine Bierflasche? Ach, ich dachte, so ein Einstiegsbier. Anders lässt sich das Mittelalter ja auch gar nicht ertragen. Tja, trotzdem brauchen wir einen coolen Spot. Das ist euch schon klar, ne? Erste Breitwegerich. Ey, ich habe schon 6. Wieso habe ich denn 6 Breitwegerich? Wie habe ich denn die bekommen? Was habe ich denn gemacht? So, ich bin natürlich davon abgekommen, wo ich eigentlich hin wollte. First Descendant. Also ein bisschen. So ein bisschen hat es mich ja tatsächlich schon gecatcht. Aber es war leider echt zugleich. Also unterschiedliche Gegnertypen, das hätte dem Spiel wirklich sehr gut getan. Ich glaube, dann würde es mich auch irgendwann echt catchen, aber so ist es, hat es sich doch sehr stark danach angefühlt, dass du einfach wirklich immer das Gleiche machst. Nein, das hört natürlich auch, gehört auch dazu bei so einem Spielchen, aber ja. Oh. Vögel. Bär, nein. Okay, das heißt, hier können wir schon mal nicht hin. Solche Spiele lenken mich immer krass ab, während ich etwas zu, breitwegerig. Ja, aber hast du dir mal den Breitwegerig angeschaut, Inuki? Er ist aber auch ein Feind. Ja, also mal ganz ehrlich, da kann man sich schon mal von ablenken lassen. Hatten wir vor ein paar Tagen erst. Schwuppsdiwupps, willst du ein bisschen, ne? Deinen kalkigen Streamer-Hintern ein bisschen in die Sonne halten. Und eine halbe Stunde später hast du 3 Kilo Johannisbeeren und immer noch kalkige Hintern. Irgendwas ist einfach immer. Ickwart. Die sind so schön blau, die brauche ich für die Vasen später. Decoration. Decoration, schön. Okay, also den hier können wir nicht. Wir können hier mal so ein bisschen bergig hochgehen. Können wir mal schauen, ob wir so wie eine Art Plateau vielleicht oder so finden. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Dafür müssen wir in die Richtung, aber... Und ich sag im Vorfeld, das dauert jetzt hier ein bisschen. Ja? Und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Nicht, dass mir das jemand nehmen will. Ja? Ich liebe diese Rhetorik. Ja? Das ist immer das Beste. Aber das macht halt auch Spaß. Oder wir brauchen einfach einen coolen Spot. Ja. Und auch Früchtchen. So. Früchtchen. Beste Mod auf Zeit, den ich jemals hatte. Ja, muss man auch mal sagen dürfen zwischendurch. Muss man auch mal sagen dürfen. Und auch 61. Tja. Beste Mod auf Zeit. Blümchen. Und hier sieht es tatsächlich schon recht schön aus. Was haben wir denn hier? Ja, so eine... Jetzt so eine Halbinsel sozusagen. Jetzt kann man natürlich bald wieder... Oh... Hohoho. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Aber das sieht ganz toll aus, oder? Seit wann schwimmen die Freunde der Sonne denn?
Kann ich das? Kann ich das nicht? Kann ich das nicht auch für mich nutzen? Ich meine, vielleicht so Holzfällerlage ans Wasser bauen und dann Holzstämme einfach ins Wasser schmeißen? Schleimer, was? Wie ich? Was? Niemals! Als ob ich. Was? Ich? Will schon gebräunten Schinken, wenn er Johannisbeeren haben kann. Johannisbeermarmelade. Und Johannisbeereis. Ist doch klar. Die beste Art und Weise, ne? Früchte zu essen, in Eis und Marmelade. Portioniert, eingefroren aus dem ganzen Rest Marmelade, haben wir schon gemacht. Jetzt irgendwann am nächsten Tag, wenn sie es anbietet, gibt es die Johannisbeere. Aus richtig geilen Johannisbeeren. Oh, Herr Leech, sage ich euch. Das hier sieht schon mal ziemlich nice aus. Aber ich fürchte leider, dass ich angegriffen werde. Ich kenne die Musik. Alter! Wo kam die denn auf einmal her? Dynastie zu Ende! Wo kam die denn her? Das war jetzt hart. Ich komme durch die Tür nicht mal durch. Ach, deswegen! Super hart angesneakt haben die sich. Mega frech! Wisst ihr, was wir machen? Wir werden mal eben kurz schlafen, weil ich glaube, es wird gerade eh Nacht und wir müssen schön in die Ferne schauen können, damit überhaupt irgendwas geht. Ach, wir können auch draußen schlafen, wir können schon mal ein bisschen laufen. Ich bin ja echt ein bisschen aufgeregt, ne? Ich kann's nicht verhehlen, aber so ein bisschen schon. Okay, die 1000% Schaden sind da. Also wenn sie dich treffen, dann treffen sie dich auch. Aber wenn wir sie treffen, sind sie halt auch instant tot. Das ist halt das, was sie an Schwierigkeiten normalerweise mit am ehesten halt mag, ne? Dieses, er tut halt auch nur mal weh, wenn da einer ankommt und so einen 5 Kilo schweren Speer dir in den Kopf jagt. Ja, das tut schon mal weh. Aber wenn ich ihm meinen Speer, ne, wir sollten die Metapher wechseln. Auf jeden Fall sage ich euch, muss das genau so sein. Genau, die waren auch noch zu zweit. Mega frech, unfair, unfair. Ja, 2 auf 1, das geht gar nicht. Doppel gekillt. Dabei bin ich doch nur beim Scouten Oh. Bin so gespannt, ne? Es sind wirklich jetzt einige Updates dazwischen gelaufen. Beet. Salz nicht Fischfilet. Oh, seht ihr, da haben wir schon mal zum Frühstück, ne? Ein gesunder Start in den Tag, so wie es sein sollte. Met und Salzfisch. Oh. Ist gut. Meinen Schaden habe ich nicht erhöht. Nein, aber wenn wir den in den Kopf schießen, dann sind sie tot. Also das zeigt. Das ist halt klassisch schon so. Und vom Spiel schon so gewollt. Das zeigt. Normalerweise hältst du halt ein bisschen mehr aus. Aber jetzt zeigt's richtig. Oh. Ja. Oh, die freuen sich auch schon. Die freuen sich auch schon. Ja, ja, genau. Headshot-Char an. Aber der ist halt klassisch hoch. Das ist ganz normal. Haben wir denn 10? Eigentlich wäre es schon gar nicht so verkehrt, wenn ich mich wahrscheinlich hier oder da mal ein bisschen schon mal hochheile.
sind wir denn? Ich darf mich nicht allzu weit abtreiben lassen hier. Wollte hier irgendwo vielleicht mal so ein bisschen in den Bereich hier rein oder so. Mal schauen. So eine Insel natürlich alles in einem schon ganz cool ist. Auf dir wird's sing, Felix. Lauft. Ja, ja. Aber wir werden gleich trotzdem mal eben ein bisschen schlafen müssen. Was ganz witzig ist, weil dreimal schlafen ist ja eine. Ist ja schon eine. Ne? Eine Jahreszeit. Das heißt, es könnte durchaus sein, bis wir jetzt einen guten Platz gefunden haben, dass wir bis dahin dann schon, naja, mehr oder minder Winterschlaf gemacht. Putz! Da lang wollen. Der kleine Tod. Der kleine Tod. So. Was ganz interessant ist, dass du hier wirklich quasi an allen Flüssen und überall recht viel immer Stuff, was dir in der Gegend rumliegt. Also hier wird ständig überfallen, aber auch ständig viel liegen gelassen. Warum? Ich weiß es auch nicht. Es ist halt, wie es ist. Ist ja nicht so prickelnd. Was ist denn da los? War ernsthaft? Was? Da würde ich das Spiel empfehlen. Nein, ich will einfach nur sagen, dass ich es empfehlen will. Bitte beschreiben Sie das Produkt. Spiel gut. Spiel gut. Ja, gut. Oh. So. Wissen Sie Bescheid. Jetzt mal schauen. Nein. Ah, ich will laden. Achso. Der Autosave hat uns auf jeden Fall schon mal hart den Allerwertesten gerettet. Davon könnt ihr ganz feste mal ausgehen. Ich hoffe nicht, dass jetzt irgendwas kaputt gemacht wurde. Schau doch mal. Das passt alles. Das ist noch echt voll in Ordnung. Der See hier ist auch schick. An den erinnere ich mich. Der ist wirklich sehr schön. Allerdings waren da auch eine ganze Menge Bären und so mit am Start. Also auch da könnten wir durchaus mit wilden Tieren ein bisschen Probleme bekommen. Ich habe gecheatet. Wieder volles Leben. Ich habe nichts gemacht. Doch, geschlafen? Nee. Ich glaube, nein. Nee. Oder haben die das verändert? Eigentlich ja nur bei Jahreszeitenwechsel. Aber wenn du neu lädst, dann... Nein! Ich glaube, ich fliehe einfach. Oh, es wird immer schlimmer, es wird immer schlimmer. Die hauen jetzt schon ganz gut rein. Ah! Ich werde die mal kurz runterstellen. Nur bis wir unseren Platz gefunden haben. Weil ich glaube, das macht schon durchaus Sinn, wenn wir da mal eben kurz und so, ne? So, wo hatten wir es denn? Da, Tierschaden. Was haben wir mal? Erstmal noch bei 100%.
Aber ich nehme es mal als Wink vom Schicksal. Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen woanders lang. Können wir mal gucken, ob wir vielleicht hier unser Dorf bauen können. Ist es die Richtung? Okay. Moin Heine, moin Beto. So schnell endet die Dynastie. Was? Ja, so ist es. Machst du nichts. Oh, warte mal. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir es, glaube ich, mal ganz gut nutzen und schon mal die ersten anquasseln. Vielleicht finden wir schon mal eine für uns. Hallo. Ich bin's. Editha. Editha. How is life treating you? See you soon. We'll work for food. Oh, and wir brauchen eine, die ungefähr in unserem Alter ist. How is life? Have a nice day. There's nothing like the crackling of the cozy fire. Nein. In echt ist da mit Sicherheit ja nochmal was anderes. Ja, wir sind 18 oder so. Wir brauchen auch eine, die ungefähr 18 ist. Die muss noch, ne? Ich meine, es ist das Mittelalter, das hast du nicht vergessen. Mit jedem Kind steht es 50-50, dass ich eine neue Frau brauche. Und, ja. Bei jedem Kind steht es 50-50, dass ich ein neues Kind brauche. Insofern brauchen wir da viel Zeit und allem. Und Möglichkeiten. Moin, Shida. War schon fast auf dem Weg zum freundlichen PC-Star. Ist Kaffee auf dein Netzteil gekippt? Was machst du denn sowas? Ich sehe nicht, dass das nicht gut ist. Auch, ja. Möchte bitte... Heißt hier, mit dem ich hab hier keine. Mit dem Speerstechen, Theodosie? Was? Das habe ich doch gar nicht getan. Sehr hart. Das war übel. Dann habe ich jetzt nicht gerechnet, dass er mich trotzdem instant wegmacht. Ich meine, ich habe ein bisschen Sprite-wegerig. Den können wir jetzt erstmal futtern. Ist nicht allzu viel, aber jetzt haben wir jetzt ein bisschen mehr Leben. Apfel sollten wir mal auch essen. So, seht ihr? Jetzt halten wir das vielleicht auch nochmal aus. Habe ich ihm nicht den Speer in den Kopf geschmissen? Normalerweise ist doch da eigentlich immer schon fast nahezu aus oder so. Ich will doch nur einen guten Spot finden fürs Störchen. Dass wir endlich loslegen können. Frech. Richtig frech. Super frech. Die frechsten. So ein halb sumpfiges Dorf wäre aber vielleicht auch ganz witzig. Ich meine, gibt es ja durchaus ausgedehnte Sumpfanlagen. Mit dem Problemchen halt, dass wir hier in dem Bereich nichts machen könnten. Aber vielleicht hier so oder sowas, ne? So ein bisschen was wäre da schon durchaus drin. Ich habe nicht den Speer in den Kopf geschmissen. Eigentlich gesagt, ja. Normalerweise zeigt das übel. Und frech, wenn er mich fragt. So, jetzt kommen wir der ganzen Sache aber auch schon mal deutlich näher. Das wäre dann so langsam aber sicher, kämen wir schon ins Gebiet. Ist der jetzt, ich meine, es ist schön, aber auch schön langweilig. Ne? Das ist Kalkstein. Gratis. Noch mehr gratis Steinchen am Boden. Oh. Superschön. Wo
Und ein ganzes Brett. Ist halt die Frage, ne? Ich glaube, der See war ganz toll. Den würde ich mir auf jeden Fall mal ganz kurz anschauen. Ich könnte mir vorstellen, das könnte was für uns sein. Ich glaube, das mit dem Wolf gerade war nichts weiter als so ein Schlag vom Schicksal. Für meine lapsig, respektierliche Art, über die Dynastie zu reden. Sein. Schau doch mal. Das wäre dann quasi unser persönlicher Hausteich. Verkehrt, oder? Also Hübschikowski ist es hier schon. Enten gibt's hier auch. Ja, ein bisschen gesundheitlich angeschlagen bin ich schon. Aber auch nicht mehr als sonst. Also wölfisch gemaßregelt, ja. Könnte man durchaus so sagen. So, schauen wir mal so ein bisschen. Es wäre also, ey. Wäre also quasi so ein bisschen so der Bereich hier oben. Ente, geht schlechter, oder? Sagen, das ist gar nicht so verkehrt. Kann man machen, oder? Ja. Aber wir haben hier leider keine Ahörnchen. Immerhin keine Birken. Gehen wir mal so ein bisschen das Gesamtgelände ab. Das wird nämlich auch nochmal interessant. Wir brauchen ja durchaus. Es ist nicht schräg genug. Das ist schon mal ganz gut. Also man kann hier bauen. Das passt. Das ist der Weg. Also hier würde es durchaus enden. Viele solche kleineren Felsgedöns ließen. Ne? Da können wir nicht bauen. Oh. Nee, das wird nix. Das wird dann höchstwahrscheinlich nichts. Wenn wir hier schon an der Grenze sind. Das haben wir auch ein bisschen gemogelt, oder? Guck mal, also, das sieht schon so ein bisschen so aus, als ging es da eigentlich noch ein gutes Stück weiter. Birken. Wo wir sie hier lang müssten, haben wir jetzt wieder ganz gut Platz. Das geht wiederum. Burgen, Birken. Alles, einmal alles bitte. Tja, puh. Ich meine, der Platz insgesamt ist schon ganz schön. Aber wenn wir am Ende des Tages dann irgendwie gegen die Begrenzung, gegen die Map-Begrenzung klatschen. Also ich meine, hier sind wir ja begrenzt, da geht's nicht weiter. Hier sind wir es auch. Hier lang darf ich schon nicht mehr. Das heißt, wir haben dann auch wirklich nur diese Fläche. Und wenn wir damit durch sind, dann habe ich ein Problem. Dann war es das. Puh. Großes Puh. Richtig großes Puh. Ich meine, es könnte durchaus reichen. Könnte aber auch nicht reichen. Ich würde sagen, wir lassen es mal markiert und ich werde mal am Fluss entlang zu einer Insel gehen. Jagdgebiet Bär? What? Nein? Ich will nicht schon wieder... Ich speichere mal eben. Ich
Ich will eigentlich nicht schon wieder sterben. Hey, Wölfe gibt's hier auch. Eindeutig. Daneben, daneben. Noch mehr Wölfe. Goku Bear One Heat. Pass mal auf, bis ich erst halbwegs ausgerüstet bin und so. Chiller, dann sehen wir weiter. Dann gibt's da nicht mehr so viel zu lachen. Schlürf? Weil der Vorteil hier wäre halt immer, wir haben schön flaches Land. Da kannst du ordentlich was mit anfangen. Zum Bauen ist das prinzipiell einfacher, sieht aber auch dann meistens ein bisschen langweilig. Also, wenn man es ein bisschen spezieller haben will oder so, dann ist es sie halt dann nicht. Ne? Mach hier meine erste Mio noch, bevor ich überhaupt ein einziges Haus gebaut habe. Das Ding ist aber auch prinzipiell gesehen, wir könnten hier so, man könnte so oder so erstmal loslegen, weil wir müssen uns ja eh noch skillen. Wir können ja gar nicht die Häuser, die wir am Ende wirklich bauen wollen, können wir ja das ja noch gar nicht bauen. Seidenschal, hallo. Seidenschal? Ist ernsthaft? Kann ich... Oh. Ach, das ist ein Geschenk. Oh. Ach so. So läuft das also. Ja, das sollten wir schon durchaus hinkriegen, so Fröde Spädler, ne? Kann ich nicht anziehen, Cheddar. Kann ich verschenken. Der ist gut für die Fortpflanzung, so sein Schal. Okay. Ich glaube, die haben da... Die haben hier ordentlich was, die haben da ordentlich was dran gedreht. Die haben ordentlich was gedreht. Also einfach vor Wölfies die haben ordentlich was dran gedreht. Also so schwer war das bis jetzt jedenfalls nie. Hey, Vorsicht, ja. Ganz dolle Vorsicht. Ja, ich würde sagen, wir kürzen es mal ab, wir legen mal los. Wir können ja eh am Ende des Tages, wie gesagt, wenn wir noch so ein bisschen... Können ja nochmal umbauen, so ist es nicht. Und dann können wir vielleicht so währenddessen ein bisschen nach besseren, cooleren Spots oder so schauen. Dann würde ich sagen, starten wir einfach erstmal ganz kackend dreist. Bei dem ersten Spot, den wir da oben schon hatten, weil der sah auch ganz cool aus. Tod durch Arschbiss. Das willst du aber auch nicht auf deinem Grabstein stehen haben, ne? Also. Oh, Speisemorchel. Ed. Das ist nämlich allerdings Frage. Mit dem Schaden könnte schon noch spannend sein. Aber wir haben vorhin bei vollem Leben auf jeden Fall einen Biss vom Wolf ausgehalten. Ich glaube sogar zwei. Einen auf jeden Fall. Naja, ist doch Wumms. Kriegen wir alles noch hin. Früher oder später. Jetzt würde ich sagen, fangen wir mal lieber erstmal an.
Bauen uns ein kleines Bettchen. Und dann sehen wir weiter. Ja, wie gesagt, mal langsam, ne, zu bauen kommen hier. Ist ja noch mehr. Nicht, dass ich hier vom Spiel gebaitet werde. Die Spur führt dann direkt zu einem Wolfsrudel oder so ein Spaß. Irgendwie, wenn du aber normal was isst, heilst du dich irgendwie auch noch, glaube ich. Mittlerweile, oder? Wir hatten vorhin auf jeden Fall, was haben wir gegessen? Apfel und irgendwas anderes. Und da waren Zeichen auch dabei, dass wir uns über Zeit so ein bisschen heilen. Das habe ich gesehen. Ecke, Brackwasser. Schneus. Herausforderung ins Leben ziemlich arschlos. Ja. Besser das als netzteillos, Cheetah. So. Da wären wir. Ich würde sagen, was machen wir? Dann legen wir mal los. Fällt erstmal alles hier durch die Gegend. Wir dürfen nur eine ganz spezielle Quest nicht triggern. Obwohl, die konnten wir am Ende triggern. Es gab ja die Möglichkeit, dass man dabei ja so ein bisschen cheatet. Den Holzschuppen brauchen wir gleich auch. Das sind Wildschweine. Meine Güte. Jetzt bräuchten wir einen Kevin. Das wär's jetzt. Das war eine Quest hin. Die Quest. Quest. Ich soll die Situation den Ochsbau im Auge behalten, aber das sagen die, glaube ich, auch einfach mal nur so. Das ist so, ne? Es geht später weiter. Bleiben Sie dran. So nach dem Motto. Ah! Bauen wir mal ein paar Steinäxte gleich mehr. Ich glaube, das ist nicht so schlecht. Ich meine, die können wir ja notfalls auch noch verkaufen und so, ne? Das ist ja jetzt auch nicht so tragisch. So ein paar Baumstämmchen brauchen wir. Wie sind wir denn? 17. Ja, da ist natürlich nicht allzu viel. Wir brauchen schon relativ schnell aber auch Leutis. Das ist auch ganz geil, weil die sollen natürlich für uns arbeiten. Guck mal, da haben wir die Birken. Fischerhütte freigeschaltet. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann legen wir doch mal los. Bauen wir mal unser erstes. Ach nee, warte, ich brauche erstmal den Hammer. Wo ist er denn? Da. Holz Hammer. Da war gleich auch ein, zwei davon. Mal noch Käteke. Thank you.
Zoibus. Gewinnung. Holzschubbe. Jetzt seht ihr schon gleich so ein bisschen. So leichte Problemchen gibt es schon. Wir gehen mal in den großen Baumodus. Tada! Schön. Dann können wir gleich erstmal schon die ersten Brenner herstellen. Wir brauchen ganz schnell neue Leute, das ist euch schon klar, ne? Descenden. 14 Bretter, das ist nicht viel. Das ist gar nicht viel. Ja, erstmal bleibt es wahrscheinlich dann beim klitzekleinen Dörfchen oder so. Mal schauen. Aber ja, wie gesagt, wir können notfalls... Oh, einfaches Haus. Wir können notfalls auch durchaus schauen, dass wir mal ein bisschen noch woanders mit hingehen. Muss sagen, wir versuchen es jetzt hier einfach mal erstmal. Wir werden ja eh am Ende des Tages, alleine weil wir ja uns ja skillen und darüber ja überhaupt erst Sachen freischalten, wird das eh so laufen. Man baut ja erstmal relativ grob und dann wird das dann irgendwann immer feiner und immer besser. So, was beim letzten Mal ja auch gemacht. Das hat ja sehr gut funktioniert. Da habe ich mir auch eigentlich gar keine Gedanken, dass das diesmal anders läuft. So gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ja, hübsch ist es hier, definitiv. Und einfach kann ja auch jeder und so, ne? Also, ist schon ganz okay. Deswegen würde ich es wirklich erstmal im Großen und Ganzen hier versuchen. Und schauen wir mal. Ah. Ist das herrlich oder ist das herrlich, wenn man sich die ganze Zeit so wunderbar hier levelt? Oh, oh. Da passiert ja richtig was hier. So muss das auch sein. Noch einen fähigen Jäger, der sich um die Wildtiere kümmern kann. Ah, das wird schon schwieriger, würde ich sagen. Ne? Wir müssen ja erstmal davon überzeugen, dass sie herkommen. So ein bisschen Reputationi müsste ich mittlerweile eigentlich durchaus haben. Das haben wir ja auch hochgesetzt, damit das natürlich ein Stück schneller geht. Aber dann brauchen wir trotzdem erstmal Häuser. Das heißt, wir werden jetzt erst einmal... Was brauchen wir denn? Brunnen brauchen wir auf jeden Fall auch. Essen. Schon lichtet sich hier alles so ein bisschen. Brauchen wir schon mal direkt eine Schaufel bauen. Je nachdem, wo wir bauen, werden wir natürlich auch dafür sorgen müssen, dass die Bäume nicht mehr zurückkommen. Fede. So. Haben wir. Und dann bauen wir da jetzt schon mal direkt als nächstes. Und eigentlich nicht, ne? Reiterhütte, Jagdhütte, genau, das habe ich gesucht. Warum tue ich mir das eigentlich jedes Mal wieder an, ne? Aber es ist... Moin Ansuri. Deswegen baue ich eine Anlage, weil es toll aussieht.
schau doch mal, mit eigenem See da unten und so. Ne? Ist doch schon ganz toll. Trotzdem sehe ich hier so ein paar Problemchen. Also wenn ich nicht mal hier bauen kann, dann glaube ich, können wir es wirklich sein lassen. Das macht keinen Sinn. Aber hier ist offenes Gelände und er sagt, hier ist nicht. Das hätte Vorteile. Nee. Das sieht schön aus, aber mir auch nicht. Nee, das können wir vergessen. Das ist zu steil. So, das heißt, wir können dich Schmuckstück eigentlich auch schon gleich wieder abreißen. Mach ich das gleich nochmal. Mal gucken. War denn das? Zerstören. Nee. Das geht leider nicht. Also ein bisschen was bauen muss man schon. Steil. Ja, das ist zu steil. Leider. Aber da drüben? Eher nicht. Also nicht so steil. Da ging er also vielleicht schon eher was. Oder? Das sieht doch schon deutlich flacher aus. Kaninchen gibt es hier auch. Das ist ein Zeichen. Schwierig. Sehr schwierig. Ich bin mir ja mal gar nicht mal so sicher. Ich will jetzt hier auch nicht einfach irgendwo bauen, ne? Ist ja irgendwie auch ein bisschen doof. Hier schauen. So ein bisschen Panoramasicht will ich schon haben. Na, guck mal, ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. Auch wenn es vielleicht erstmal nur so das anfängliche Dorf ist, aber so ein bisschen Panoramasicht muss doch wohl bitte dabei sein. Rücken und Ebene funktionieren. Naja, aber so Stilbauten, Stelzenbauten und so, ne? Das wäre tatsächlich ja auch schon mal ganz geil. Orama, oder? Auch sagen. Schade, dass der Weg hier lang führt. Wenn der hier nicht wäre, das wäre ganz geil. Dann könnte ich hier bis ranbauen. Oh, noch Zalö, aber ich würde sagen, das geht schon eher. Das nehmen wir. Cursed Resources. Ja, da sind wir. Da trennen uns auch noch ein paar Jährchen. Cheddar. Also nicht nur uns persönlich.
Nee, 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 nee. Ich bin mit dem hier schon ganz zufrieden. So. Dann auf ein neues. Bitte ein Holzschiff. Gucke mal. Ja, gucke mal. Da haben wir einen Holzschuppen. Einfach so, einfach so. Und das sind jetzt Baumstämme, das ist jetzt für den Vorführeffekt ein bisschen doof. Aber ja, guckt mal. Oder auch nicht. Unsere ganzen Ressourcen gehen mal eben so dahin, die ich bis jetzt so geholt habe. Schuppe? Naja, wie gesagt, die meisten Sachen, von denen wir jetzt haben, werden wir eh nochmal irgendwie anders hinstellen. Wir nehmen ja erstmal jetzt nur den Spot. Na, das ist es ja so im Großen und Ganzen. So. Dann würde ich mal ganz dreist ja noch dazwischen den Brunnen hinstellen. Den brauchen wir ja mittlerweile auch. Nein. Wir brauchen Leute, die für uns arbeiten. Sonst wird das nichts. Wir wollen auch Swabber. Moin, moin. Wir brauchen ganz dringend Leute, die für uns arbeiten. Also erstmal gleich die nächsten Gebäude bauen. Also normalen Wohnhäuser. Alter! Ja, das war ja klar, dass euch das amüsiert. Alter! Also grundsätzlich gibt es ja auf jeden Fall mehr Schaden. Kannst du nicht erzählen. Also hier stirbst du deutlich schneller als früher. Ja, so ein Dorfbau, das ist schon eine gefährliche Angelegenheit. Doppelt gebaumt, ja. So, jetzt scheiße, wir nehmen ja schon mal die ersten Leute mit. Nino Geff. Komm mit. I'm an experienced traveler, but a shy one. Und ich nehme die Editha auch mit. Oh, it's you again. Und Boku Miller. Zwei Gebäude brauchen wir jetzt schon. Hello. Alle mitgenommen. Drei Gebäude brauchen wir jetzt. Mal gucken, dass wir uns das mal hier so ein bisschen neu markieren. Ich danke dir, Swabe, fürs verschenkte Abonnement. Viel Nummer mehr. 270. An der Tod ist da. Das war nicht der erste, kann ich dir sagen. Ich glaube, das ist das vierte, fünfte Mal oder so schon. Das Spiel ist aktuell sehr böse zu mir. Sehr, sehr, sehr böse. Aber wie immer, Herr Swabe, danke ich dir für dein verschenktes Abonnement. Oh,
Was ganz angenehm ist, mit dem See, den wir dann gleich um die Ecke haben, können wir recht entspannt dann auch noch Reet besorgen. Heute macht Spaß. Pass mal auf, Cheddar. Ich komm vorbei. Ich komm vorbei und spuck dir auf dein Netzteil. Hat sich hier ausgelacht. Ich meine, rein theoretisch könnte ich natürlich auch anfangen, einfach neu zu laden, ne? Aber ist gar nicht so schlecht. Ich, jetzt mit den Leuten hier und so. Das passt schon. Müssen wir nur noch den ein, zwei Gebäude hinstellen. Jetzt haben wir vier, ne? Genau. Oh, oh. Jetzt haben wir vier Leute. Holzfäller, Essen, Trinken. Das müsste, glaube ich, reichen. Ah, das müsste gehen. Dann haben wir zumindest erstmal so einen gewissen Grundstock an Ressourcen. Oh, das geht. Brauchen wir gleich nur ein bisschen Reetdächer. Reet, was auch immer. Ey, ich glaube, ich setze direkt schon auf Holz. Das macht, glaube ich, echt mehr Sinn. Jetzt haben wir da, wo wir sind, eigentlich einfach auch deutlich mehr. Ich finde es nach wie vor echt cool, dass sie so gewisse Kleinigkeiten an Bugs, der höchstwahrscheinlich so einfach mal gegeben hat, einfach gelassen haben. Finde ich immer ganz angenehm, wenn dann sowas, so Kleinigkeiten so im Spiel auch durchaus Charakter verleihen. Also wenn du eine Waffe in der Hand hältst, eine Einhandwaffe, dass du dann auf einmal schneller Sachen abfabelst. Tja. Wenn wir da gleich unser eigenes Häuschen haben, dann spawnen wir wenigstens da. Das wäre ja schon mal gar nicht so verkehrt. Dass ich nicht ins Messer falle, soll ich einfach so, ja, pff, ist ja hier nicht in London. Nee. Was passiert hier nicht? Das heißt aber, ich brauche schon gleich 5 Gebäude, weil ich brauche ja noch mein eigenes, weil ich hier ja dann auch noch schlummern will und so weiter, ne? Jetzt gucken wir uns erstmal den bösen Baum an hier. Der wird erstmal gehauen dafür, dass er uns gekillt hat hier. Weg mit dir. Ab sofort müssen wir ein bisschen mehr aufpassen. Klar, dass man nicht mehr aufpassen muss, ob man stirbt oder nicht. Ja, die Survival-Aspekte waren immer relativ schwach. Schwarze Kurve, aber so war es ja eigentlich die ganze Zeit. Also früher ja auch schon. Guck mal, jetzt ist es sogar echt schwieriger geworden. Jetzt machten die Sachen ja auch wirklich ordentlich Schaden. Also normalerweise. Aber Survival. Es gibt hier die Survival-Elemente so ein bisschen mit drin. Aber das ist bei weitem kein schweres Survival-Spielchen. Der Fokus und so der eigentliche Sinn des Spiels ist definitiv einfach, baut ihr ein Dorf. Ne? Dorfbausimulation. Das ist es. Und der Rest ist irgendwie so ein bisschen so dazugefügt worden, dass das irgendwie so ein bisschen da ist. Das ist auch gut, dass es da ist, aber ja, also. Die Stärken des Spiels sind zu 90% definitiv nur bei Bau dein Dorf. So wie du willst. Im Mittelalter.
Ja, so irgendein Malus, wenn du stirbst, wäre schon ganz witzig. Das stimmt schon, ne? Aber wir drehen uns das ja, wie gesagt, auf Dauer mit dem Schaden der Tiere und Banditen und so noch ein bisschen höher. Wo das jetzt aktuell ja auch fast gar nicht nötig ist. Man sieht ja, sobald sie uns erwischen, sind wir in der Regel dann auch schon tot. Also da geht ja auch schon einiges. So. Schwer sechsmal tot. Ja, aber nur weil man ja. Wenn du jetzt die ganze Zeit aufgeregt durch die Gegend rennst, weil du irgendwie dir halt ein schickes Plätzchen suchst für dein Dörfchen. Ja, das ist ja nochmal ein bisschen was anderes. So. Dann wollen wir doch mal. Das ist so ein bisschen das Problem jetzt, ne? Er kostet natürlich jetzt alles echt ordentlich. Deswegen sage ich, eigentlich müssten wir... Nein, ich werde das nochmal abreißen. Wir machen jetzt... Wir werden, glaube ich, wirklich... Machen das jetzt anders. Wir werden jetzt hier wirklich erstmal quasi wie so eine Art... Nur so ein Außenposten sozusagen bauen. Ein Holzfäller und Jagdlager. Das uns die Ressourcen halt quasi bringt für das eigentliche Dorf, das wir bauen wollen. Ich glaube, das macht tatsächlich echt mehr Sinn. Vor allem, weil ich möchte ja selber auch gar nicht unendlich viel farmen. Das heißt, wir werden einfache Häuser bauen. Und sobald du halt nicht direkt an einem See bist, wirklich einfacher ist, aus Holz zu bauen, als aus Reet, weil... Das kriegst du zwar schnell, aber halt nur, wenn du auch einen See direkt dran hast. Ne? Ist eine ganze Birke? Okay. Mittlerweile haben sich halt gerade im Survival-Bereich halt gewisse Aspekte so durchgesetzt, die so standardgemäß bei Spielen dabei hast, die jetzt nicht unbedingt Survival-Spiele sind. Zum Beispiel bei Sons of the Forest merkst, hast du es ja zum Beispiel auch. Sons of the Forest ist zum Teil durchaus ein schweres Spiel. Aber die Survival-Aspekte, die dabei sind. Zu essen, trinken und sowas, allen drum und dran, ja. Kälte. Also. Das ist jedenfalls nicht schwer dran. Aber ähnlich halt wie der berühmte Kopfschuss und Extraschaden bei Kopfschuss bei Shootern, hat sich halt sowas mit durchgesetzt, dass du sowas bei Spielen recht häufig jetzt mittlerweile dabei hast. Und das Spiel halt insgesamt ein bisschen breiter aufzustellen. Und halt auch ein Stück weit immersiver zu machen, ne? Also, dass du auch ein Stück, dass du hier und da mal wieder ein bisschen was essen musst und so, ne? Hast halt auch auf Dauer halt auch eher das Gefühl, du spielst halt auch da hier irgendwen und bist nicht irgendwie einfach nur eine Baumaschine oder so. Und okay. Müsste langsam auch mal die Bagage hier eintreffen. Oder? Laufen die denn hin? Ich glaube, die haben noch gar nicht so richtig gecheckt, wo sie hin sollen. Kann das sein? Also wo das Dorf ist. Ich glaube, das haben die noch gar nicht so richtig mitbekommen. Interessant.
So. Jetzt können wir wenigstens ein bisschen mal weitermachen. Drei Gebäude zum Bauen haben wir. Dann bauen wir mal die kleinen Häuser. Ah, Stöckchen. Na ja, guck mal. Ah, Stroh wird schwer. Ich glaube, da setze ich tatsächlich auf Holzdach. Mal schauen, ob ich sie nicht vielleicht trotzdem schon mal irgendwie zuweisen kann oder so. Das wäre vielleicht schon mal ganz cool. Gucken wir mal eben mal rein. Verwaltung. Ja, ich weiß, dass ihr euch nicht so gut fühlt hier oben. Da kannst du halt nichts machen. Arbeitsplatz, Holzschuppen. Brunnen. Jägerhütte. Holen Sie mal auch erstmal in die Jägerhütte mit rein, ist ja erstmal egal. Alleine nur, dass die überhaupt mal anfangen, jetzt hier nach oben zu kommen, das wäre ja schon mal gar nicht so schlecht. Okay, Stöckchen haben wir jedenfalls keine Probleme, es sind wirklich nur die reinen Baumstämme. Ein bisschen Geld habe ich ja auch. Ich könnte rein theoretisch gucken, dass wir sogar ein bisschen was kaufen. Aber wir brauchen gleich einen weiteren Holzfällerstand, weil zwei Jäger brauchen wir nicht unbedingt. Holz brauchen wir jetzt in rauen Mengen. Das war ordentlich. Ist kühl heute? Ja. Ich habe die letzten Tage, also jetzt, weiß nicht, fast die letzten zwei Wochen nahezu irgendwie immer ohne Decke geschlafen oder maximal so ein Alibi nur noch unter Bezug oder so. Letzte Nacht bin ich immer echt wach geworden und war echt ein bisschen frisch. Also, es ist schon ist echt interessant. Also, naja. Das ist so traurig, ja. Auf dem Balkon, die ersten Tomaten haben gerade so das erste Mal daran gedacht, rot zu werden. Jetzt regnet es und wird wieder kalt und alles. Dieses Jahr tun mir die echt leid. I'm hungry. Aber es ist halt auch echt crazy, wie schnell man sich dran gewöhnt. Ne? Also so die letzten Jahre, wie das so war, so, ne? Ich habe mich schon ein Stück weit dran gewöhnt, dass ich auch südlichere Früchte und Gemüse und was auch immer dergleichen auf meinem Balkon eigentlich ziehen kann wie sonst dort. Mit einem gewissen Risiko und allem hätte ich rein theoretisch die letzten zwei Jahre teilweise viermal wirklich viermal ernten können. Tja. Dieses Jahr, ja. Bis jetzt jedenfalls eher nicht so richtig. Schon das Haus freigeschaltet. Es geht voran. Retter brauchen wir auch noch, ja.
brauchen wir aber auch nur noch Bretter. Das kriegen wir ja durchaus hin. Weiß, es ist nicht viel, aber immerhin etwas. Verdammt, Bananen wollen die Saison auch einfach nicht wachsen. Ja, aber vor allen Dingen so Paprika, Tomaten und sowas, wir jetzt immer häufiger haben, das ist schon... Ja, ne? Vor allem bei Tomaten finde ich es halt schade. Weil Tomaten aus dem Supermarkt sind halt echt scheiße. So im Verhältnis, ich meine, man gewöhnt sich da halt irgendwann so ein bisschen dran, aber meine Güte. Ta-da-da-da. Freunde. Ach, weil das jetzt meins ist wahrscheinlich, ne, automatisch. Das ist natürlich doof. So ein schönes Häuschen. So ein tolles Ding. Naja, dann können wir gleich weitermachen. Und noch einen zweiten. Jetzt kommt die jetzt langsamer? Schaut mal, die, irgendwie weiß ich nicht, was mit denen geht, aber... Ich glaube, die wollen einfach schon direkt wieder gehen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl. Und noch Hühnerdieb. Ich danke dir für die 9 Monate. Du brauchst ein Haus. Ich bin dabei, meins anzulegen. Das ist... Temperatur jetzt schon besser zu tragen. Ja, ja, ja. Tja. Geht, oder? Kann man machen. Sei denn, man will baden gehen. Dann ist eher doof. Moin, Hühnerdieb. Moin, moin. Könnte noch spaßig werden hier. Mal schauen, wie viel wir wegrennen, bevor wir halbwegs das gemacht haben. Hauseigentümer ist, geht niemals baden. Hat ihr auch gar keine Zeit für irgendwas. Ja. Genau deswegen habe ich mich auch dagegen entschieden. Und aus gar keinem anderen Grund. So überhaupt nicht. Yay. Können uns eigentlich nochmal schauen, dass wir gleich skillen. Da wir ja doch recht hoch rangegangen sind, was EP und allem. Also wir leveln uns sehr schnell und entwickeln uns ja auch relativ schnell. Sollte da also durchaus was drin sein. So. Wollen wir mal. Weg hier, glaube ich, mal so ein bisschen rumziehen. Wie gesagt, das wird unser erstes. Das wird nur ein kleines. Wir brauchen Ressourcendorf. Ah gut, da gibt es jetzt auch erstmal ein Reetdach. Bisschen Stroh habe ich ja immerhin noch. Aber hauptsächlich sind es halt wirklich Baumstämme, die hier uns fehlen. Und zwar
Grande. Super Grande. Ich könnte mal gucken, dass wir vielleicht sogar nochmal eben losziehen und dann doch eher ein paar Ahornbäumchen fällen oder so. Da kriegen wir wenigstens etwas mehr bei rum. Aber wir können schon mal bei Fertigkeiten reinschauen. Denn... da gibt es sicher schon einiges. ...5% mehr Erfahrungsgewinn bei Aktivitäten brauchen wir nicht. Mehr Haltbarkeit 5% für die Äxtchen, die nehmen wir. Ich habe auch sogar schon 7 Punkte hier, ne? Also so ist nicht. Du erhältst beim Zerstören von Gebäuden 50% des Materials zurück. Ja, das ist, das hätte uns durchaus, ne? So ganz vielleicht schon helfen können. 10% weniger Ausdauerverbrauch. Ja, brauchen wir auch nicht unbedingt. Das ist interessant. 10% schnelleres Fällen von Bäumen. So. 5% mehr Erfahrungsgewinn bei diplomatischen Aktivitäten. 10% mehr Zuneigungspunkte bei Unterhaltung bei deinen Angebeteten. Ja, das nehme ich. So, für die Jagd. Temperaturtoleranz, ganz wichtig. Oh, da haben wir schon einige Punkte. Höhere Giftresistenz. Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, da können wir direkt schon mal den ersten Bullshit futtern, ohne dass uns was passiert. Erkennen von Steinstöckchen und so einem... ja. Mehr Gesundheit! Na bitte! Das brauchen wir definitiv. Höhere Alkoholresistenz, die brauchen wir auch. Und 10% weniger Schaden erleiden. Ah, jetzt sind wir durch, jetzt können wir noch nicht weiter. Haltbarkeitsverlust weniger beim Hammer. Nehmen wir. Verputze Wände, um den Verbrauch von Brennmaterial zu senken. Ich. Schnelleres Arbeiten in der Werkstatt nehme ich auch. So, jetzt haben wir zumindest schon mal den Part durch. Schade, dass sie noch nicht arbeiten, wenn sie noch keine Häuser hier haben. Ich meine ja nur. Wenn die jetzt schon mal hier mir die ersten Baumstämmchen besorgen würden, dann sähe das ja vielleicht auch schon mal ein bisschen anders aus. Aber mit 6 Baumstämmen kommen wir halt wirklich nicht weit. Könnte echt schwierig werden. Vielleicht verlieren wir wirklich den ersten oder anderen Schienen direkt am Anfang. Und noch Haselnut. Aber wenn, dann wäre es nicht schlimm. Dann wäre das gar nicht schlimm. Die kriegen wir nämlich relativ schnell auch wieder dazu. Dann wollen wir mal. Einmal bauen, bitte. Panim! Ich glaube nicht. Ein Häuschen. So, Verwaltung. Stimmung 48. Ja, 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 ja. Naja, zumindest hier können wir mal tauschen. Nein. Ah! Oh, das war das Falsche. Shit. Naja, gut. Dann. Ja. Aber erstmal nur 3.
Brauche ich ein Gebäude weniger, immerhin etwas. So, Dubislava, du darfst zusammen mit dem Nino Giniev in das Häuschen hier einziehen. Tadadata. Können wir trotzdem mal eine Runde schlafen, damit es gleich wieder ein bisschen heller wird. Ups. Einfaches Bett. Stabiles Bett, geräumt. Man kann die Betten mittlerweile anpassen. Cool. Sehr nice. Sehr geil. Quest Dax gescheitert. Ja, nicht schlimm. Das waren alles direkte Quests. Geräumiges Bett. Ja, klar. Alles für die Dynastie. So. Schauen wir eben. Holzfäller hat natürlich noch nichts. Wir brauchen noch so das ein oder andere. Jetzt bauen wir erstmal noch das zweite Haus. Ganz schnell. Stabiles Bett, findest du das? Ja. Stabil und geräumig. Das wäre dann, ne? Das Beste. Schon mal ein bisschen schneller hier unterwegs. Ah, ich passe lieber auf aktuell. Ich will nicht nochmal von einem Baum erschlagen werden, obwohl wir jetzt ja hier spawnen müssten. Das ist schon mal wenigstens ein bisschen besser. Kommt jetzt die Vertonung? Achso. Ja, wenn... Wir brauchen wir ja erstmal eine. Ich meine, die müssen sich ja auch erstmal lieb haben, ne? Müssen sich ja erstmal kennenlernen, Yoshi. Jetzt kommen so die Anfangsgeplänkel-Gespräche. Sag mal, was war eigentlich dein Starter-Pokémon? Irgendwie sowas und dann kommen sie sich so langsam näher. Bei einer Runde Fortnite. Dann irgendwann. Wenn's an den Sonnenuntergang in DayZ geht oder so, dann wird das richtig romantisch. Haus Nummer 2. Und Holzdach. Fast. Dann brauchen wir Werkzeug vor allen Dingen und dann schon direkt die ganzen Lager dafür, ne? Das ist ja gleich das nächste. Ich brauche auf jeden Fall noch ein zweites Holzfällerlager. Das ist auch ganz wichtig. Wirklich wichtige Frage. Ja. Welches Sternzeichen bist du? Welche Blutgruppe? Holzschuppen 2. Trinkst du deinen Kaffee mit Hafermilch?
wenn das alles geklärt ist, dann sehen wir weiter. So. Brauchen wir nur noch Bretter? Und dann haben wir sogar schon das zweite Gebäude da. Das ist doch gar nicht mal so verkehrt. Mal schauen, dass wir uns noch einen weiteren Mann besorgen fürs Dorf. Kann ich nämlich, ne? Da brauchen wir kein weiteres Gebäude für extra bauen. Einmal bitte den Holzschubbel Nummer 2. Hätte ich auch noch gern. So, nochmal. Tada! Naja. Guck mal, da steht sie schon. Wir brauchen noch dieses komische Werksgebäude. Fällt mir mal so nebenbei ein. Ach, wir brauchen noch so diverses. Och, jetzt ist tatsächlich das Dach bei kaputt gegangen. Das gibt's doch nicht. Was hat sie gesagt? Was hat sie? Ist ernsthaft? Danke, aber schnell. Okay, vielleicht muss ich doch mit der Vertonung bald loslegen. Tja, ja. Nicht auf mich. Dorfpalisade fehlt. Ja, aber jetzt eins nach dem anderen Monster. Erstmal eins nach dem anderen. Also mal ganz vorsichtig hier. Das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis wir so weit sind. Sage ich jetzt einfach mal. Vor allen Dingen werde ich für die Dorfpalisade ja die Baumstämmchen nicht mehr selber holen wollen, ne? So weit kommt's auch hier. Nee. Wo kommt dann eigentlich dein Gebäude hin? Schauen wir mal. Vielleicht so in der Nähe von der Bärenhöhle oder so. Was sagst du dazu? Das klingt doch gut, oder? People in this realm are unable to see water in nature. Don't laugh, it's a common condition. Ich glaube, zweimal könnte vielleicht sogar schon reichen. Ta-da-da-da! Haben wir also auch. So, was brauchen wir jetzt als nächstes? Wir brauchen auf jeden Fall was. Zum Lager. Materiallager. 2 können wir sogar schon bauen. Puh, Alter. Ja, aber schnell. Zu viele Hindernisse.
So. Jetzt nochmal. Das wird teuer. Wir könnten mal schauen, dass wir sie vielleicht ja schon mal dazu kriegen. Dass wir ein paar Bäumchen fällen. Zum Beispiel mit so ein paar Steinäxten. Und Messer. Messer brauchen wir auch viele. So. Das Yachthaus war hier unten, ne? Genau. Legen wir den nämlich mal schon mal die Messer rein. Können wir denen nämlich sogar schon mal sagen, dass sie auch wirklich was machen sollen. Hier, dem Nidogiev. Ich hätte gerne Dinge von dir. Guck mal, das haben sie ein bisschen geändert. Warenherstellung früh. Ach so, jetzt kannst du es machen, je nachdem wir in welchem. Ah, sehr cool. Im Frühling, ne, und so weiter. Ich sag aber mal Fleisch. Crazy. Können wir hier die Intensität verändern. Ah, okay. Also vor allem brauchen wir erstmal was zu essen. So, das sollte schon mal durchaus gehen. Bestätigen. Okay, das war jetzt wirklich nur Frühling. Ja, können wir die gesamte machen? Ja. Ja, das hätte ich eh machen sollen. Puh. Mal gucken, ob das jetzt trotzdem überschreibt. Wahrscheinlich dann eher die individuelle später. Na, weiß ich. Muss trotzdem so halbwegs funktionieren. Ist der abgesperrte VIP-Stadtteil, der kommt auch noch. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Spaß im Glück, Monster. So. Aber jetzt dürfte der eigentlich auch erstmal arbeiten. Das ist ja schon mal nicht so verkehrt, wie ich finde. Mal dem mal gleich ein paar Äxte mit rein. Dass die auch ein bisschen ackern. Oh. Ja. So weit so irgendwie gut. Jetzt müssen wir trotzdem weitermachen mit den Lagern. Also, ne? Wir brauchen das Materiallager, wir brauchen das Lebensmittellager. Wenn wir die beiden Sachen haben, dann haben wir eigentlich erstmal das Grundgerüst fertig. Ich brauche zwar noch eine Werkbank, um noch die Eimer zu bauen. Die brauchen wir nämlich für Wasser. Allerdings kann ich das auch erstmal noch halbwegs selber machen. Wenn wir so ein paar Eimer füllen mit Wasser, dann reicht das eigentlich meistens erstmal schon für eine ganze Zeit lang. Moin auch Reine. Moin moin. Aber ja, wir werden sehen. Vorsicht, Vorsicht.
verbraten. Jetzt haben wir unsere ganzen Steine auch verbraten, weil ich ja gerade noch gebaut habe. Moin auch, Blade. Moin, moin, moin. Vorsicht. A19. Ah, versuchen wir mal gleich. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr. Ich sehe mich auch gleich schon wieder zum Wasser runterrennen und ein bisschen Reet sammeln. Aber Anhalt wird halt immer nicht. Wieso ist eigentlich jemand immer noch ohne Gebäude, sag mal? Häuschen. Ah, siehst du? Alles okay, alles okay. Zumindest das kriegen wir erstmal so ein Stück weit hin. Oh oh. Sag mal, großes Oh oh. Das wird definitiv dauern. Holzfälle. Gewinnung. Holzfällerschuppen. Akzeptieren. Intensität verändern. So, wir sind... Es war Sommer. Ich würde es ja ganz gerne für das Gesamte machen, ne? Das wäre irgendwie schon ganz geil. Erstmal brauchen wir eigentlich nur eines. Und das sind Holzstämme. Den Rest mache ich. Gib mir Holzstämme. Obwohl, warte mal. Wir brauchen noch Bretter. Erstens so ein paar. Akzeptieren. Da muss ich gleich nochmal beim anderen auch mit reinschauen. Oh, moin, Eggman. Oh, hallo. Und bestätigen. Ist cool, dass du es jetzt feiner unterteilen kannst oder sagen wir mal noch ein Stück weit individualisieren kannst. Finde ich ganz witzig. Aber ich hätte es cool gefunden, wenn du quasi die alte Oberfläche trotzdem noch gehabt hättest. Also wenn du nicht das individuelle brauchst, dass du es dann quasi auch schneller einfach so einstellen kannst, wie es halt auch vorher der Fall gewesen ist. So. Soweit, so irgendwie. Gucken wir nochmal kurz in die Jagdhütte rein. Frühling haben wir. Sommer haben wir. Zack. Zack. Hier genau das gleiche. Zack. Zack. Und zack. So, dann haben wir die. Ich glaube, die vom Brunnen können wir eigentlich mal raussetzen und auch ins Holzfällerlager vielleicht erstmal rein oder so.
Ah ja, sollten wir machen. Chaosreiter. Moin, moin. So, die sind alle jetzt noch immer unzufrieden. Ich weiß aber auch wieso. Die haben nämlich weder was zu trinken noch was zu essen. Das heißt, das ist so das Nächste, um das wir uns eigentlich dann gleich kümmern müssen. Könnten wir aber auch notfalls erstmal hinkriegen, indem ich kurz selber ein bisschen jage. Aber ohne zentrale Lager für die ganzen Ressourcen macht das halt trotzdem alles keinen richtigen Sinn. So, dann wären wir mal. Jetzt haben wir hier genau das gleiche Ding wieder. Jetzt müssen wir nämlich bei dem Großen auch wieder sagen, ne, mach mal bitte. Eben dieses hier. Dann wieder ab. Ja, ja, wenn nicht ist und so zu fordern, ja, dann hauen die immer wieder rein. Ist halt nicht so cool. So, bestätigen. Ich meine, du kriegst die, du zahlst jetzt ja nicht dafür oder irgendwas dergleichen, also du kriegst ja schon relativ easy auch wieder dazu. Aber ich habe halt auch noch aktuell genug zu tun, ne? So ist halt nicht. Wäre schon ganz geil, wenn das jetzt erstmal so auch funktioniert. Mistgabel und uns ausgepackt. Ah! Ich glaube, du verlierst sogar Reputationspunkte, wenn die gehen. Da könnte, glaube ich, noch was sein. So. Hammer. Ja, Brennholz fehlt auch noch, aber ja, also du kannst denen das alles ja direkt mit reinlegen in ihre Truhen, aber das ist halt mega umständlich. Das macht gar keinen Sinn, deswegen, wir brauchen die Lager, sonst wird das nichts. Gabeln. Ist doch schon mal was. Das gehört auch dazu. Oh. Geht wieder. So, da mal rein. Ah, Bretter. Wer hätte das gedacht? Und Eidena, ich brauche noch einige Baumstämme mehr, bis das was wird. Ist halt die Frage, ob wir nicht wirklich mal gucken sollten, dass wir irgendwo mal ein paar Ahornbäumchen bekommen oder so. Schwarz gefärbte Rothaarige, genau. Ja. Kriegen wir alles auch noch im Dorf, früher oder später. Keine Sorge.
Es gibt was zu essen. Geht der gerade? Haut er schon ab? Sah fast so ein bisschen aus, als wenn er gerade komplett reinhaut. Haben wir jetzt 20, ja, 4 Wände. Und war es das auch schon wieder? Aber wir machen mal weiter. Es ist schon sehr, 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 sehr ressourcenaufwendig hier alles. Aber die müssten doch jetzt eigentlich schon arbeiten, oder? Ich meine, das Problem ist natürlich, die können es jetzt nirgendwo richtig rein, aber schaut mal. Ne? Ich bekomme meine ersten Holzstämme. Es geht los. Nicht viel, aber immerhin etwas. Dann halt mal schauen. Ich denke mal, wahrscheinlich werden wir noch wirklich uns irgendwo anders mit hinsetzen. Was hier so ein Prinzip von der Fläche ja gar nicht mal so verkehrt ist. Das wird halt hinten raus, glaube ich, einfach zu schnell, zu steil. Dass das bleibt. Da werden wir, glaube ich, nicht allzu viel drum rumkommen. Und die eine Insel da hinten ist tatsächlich auch schon relativ groß. Ne? Also schon nicht so verkehrt. Spätestens halt, wenn wir mit den Feldern anfangen, dann könnte es wirklich knifflig werden. Ich glaube, dann wird uns der Platz wahrscheinlich nicht unbedingt reichen. Selbst auf so einer größeren Insel, glaube ich, wird halt nichts mehr. Schade bei den ganzen Erweiterungen und sowas, die sie gemacht haben, dass da, ne, dass es immer noch recht schwer ist, im steilen Gelände zu bauen. Wenn du nur so einen Meter, ja, um einen Meter größeres Fundament hättest, ne, und das haben sie ja mittlerweile sogar so ein bisschen gemacht, dass ja da so ein bisschen so Stelzenkonstruktion so ganz leicht so mit dazukommt und einfach nur das Steinfundament ein bisschen in die Länge gezogen wird, dass es dann trotzdem so abschließt. Ein Meter mehr würde schon nicht so schlecht. Raus zu steil, das los will er fahren. Oh. Zack, ich soll's da überlassen mit dem Dorf. Und damit leben. Naja, erstmal
Erstmal haben wir ja genug zu tun. Das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. So. Jetzt brauchen wir tatsächlich nur noch Bretter. Und so ein paar Bretter stellen sie sogar schon her. Ja, das ist ja... Das ist ja, ich bin beeindruckt. Die machen ja tatsächlich was hier. Für so ein bisschen der Spot eigentlich ja schon ganz cool ist, also... Frage ist halt wirklich, wie gesagt, kriegen wir hier das insgesamt von der Fläche am Ende so hin? Weil wenn wir weiter in die Richtung gehen, und das werde ich ja irgendwann machen müssen, dann sind wir wieder genau da, wo wir vorhin waren. Und da war es einfach zu steil. Ja, also. Ta-ta-da-ta. Ein Materiallager. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt mopsen wir dem mal direkt wieder die Äxte. Die können wir dann nämlich hinten zentral lagern. So. Einmal die Äxte bitte hier rein. So, nächste Problem gelöst. Jetzt kümmern wir uns, glaube ich, als erstes mal um das Brennholz. Dafür brauchen wir nämlich auch nicht allzu viel. Legen wir die mal so eine Klitzekleinigkeit rein. Und dann noch Essen. Trinken, glaube ich, da kümmere ich mich erstmal drum. Moin, Mr. Jason. Moin, moin. I could really do with a drink. Türkei. Scheiße, ich denke mal, du spielst auch das Spiel gestern Abend an. Oder was meinst du, Mr. Jason? Oder bist du in der Türkei? Machst du Urlaub? Ja, ja, machen wir gleich. Keine Sorge. Eins nach dem anderen. So. Nehmen wir ein bisschen Brennholz. I'm parched. Zack. Nochmal eine Sache weniger. Und dann brauchen wir als nächstes... Jetzt kann ich das Nahrungsmittellager noch gar nicht bauen. Was ist denn da los? Schalte, nö. Auch nö. Entwickle diese Technologie weiter, indem du Landwirtschaft betreibst, Tiere züchtest, entdecke neue Schemata und lerne fortschrittliche Gebäude für die Landwirtschaft. Okay, ich muss jetzt wirklich Landwirtschaft hier? Okay. I haven't been drinking enough today. Sehr krass. Das haben sie aber auch ein bisschen geändert, oder?
Kann das sein? Na gut, dann machen wir mal so ein, zwei Fake-Felder sozusagen. Time for a beverage. Ah, ich kümmere mich doch gleich. Warte mal. Plattformen, Brücken, langer Steg, Holzsteg, Holzsteg mit Geländer. Ja, wir werden definitiv auf der Insel bauen, wenn ich das schon so sehe. Bin ich mir aber ganz sicher. So, ich hätte gerne die Holzhacke. I need to drink something. Nahrungsmittellager. Okay. Können wir es auch direkt wieder abreißen? Brauche ich ja alles nicht. Und schon direkt die Scheune? Cool. Don't want to be one. Ooh. I'm thirsty. Soll ich mal nicht so haben. Naja, als großartig weit sind wir jetzt auch nicht gekommen. Aber morgen. Das mit Sicherheit. Sie sind immer noch nicht abgehauen, also muss man schon sagen, die sind sehr verzweifelt. My mouth's dry. The chair deficiency in this village. Allerdings auch nicht mehr allzu weit davon entfernt. Aber mit dem Materiallager, mit dem Nahrungsmittellager, müssten wir sie dann eigentlich erstmal soweit kriegen. Ich glaube, dann geht's erstmal. Wenn sie jetzt nochmal anfangen würden, hier noch mehr Holz zu geben. Ein bisschen Hölzer, bitte. Kommt schon. Und jetzt haben wir sie jetzt irgendwie schon auch da und jetzt will ich die irgendwie ungern verlieren. Ja, ich habe das Spiel von gestern ja auch gesehen. Ich muss ja sagen, also, das war ja schon nicht schlecht, was sie gemacht haben, wie sie gewonnen haben. Ich hätte definitiv gedacht, dass Österreich gewinnt. Das war wirklich ja schon ganz gut. Wenn diese elende Pfeiferei endlich aufhören würde, weißt du, da profitiert doch echt niemand von. Wenn sie damit einfach mal aufhören würden, das wäre so super. Nahrungsmittellager ist zum Glück nicht so groß. Das kriegen wir relativ schnell gebaut. Ja? Wahrscheinlich fehlt mir gleich ein bisschen wieder irgendwas anderes. Solche Holzstämme. Stroh fehlt uns vor allen Dingen auch noch. Das heißt, ich werde mal hier nochmal runtergehen. Trinken muss ich ja eh. Es geht los. Die Bärchen sind da und ich glaube, die müssten sogar auch Trinken bringen, die Bärchen. Das ist ganz geil. Damit kriegen wir dann, sobald das, ne, gleich da ist, das gute Nahrungsmittellager, kriegen wir sie erstmal dazu, dass sie zumindest nicht wegrennen. So war. Können wir uns auch gleich nochmal waschen. Ist ja auch gar nicht so schlecht. Could really do with a drink.
So, getrunken haben wir. Sollte wahrscheinlich reichen, um das oben einmal fertig zu bauen. So. Dann mal zurück, Bus. Es dürfte schon langsam knapp werden. 72, noch 18% und die sind weg. So. Ja. Oh, die Bärchen sind da aber momentan auch nicht dran. Dick ist es nicht. Mehr Holzstämme. Aber ja, spätestens mit der Brücke müssen wir das dann eigentlich so durchziehen. Sonst eine schicke kleine Insel mal suchen. Ich sag, die eine könnte... Also ich glaube, eine richtig große haben wir. Da ist aber noch so ein altes Gelager dran, das weiß ich noch. Hier ist hier so eine kleine Extra-Hütte. Hier, vor der Mine wäre vielleicht sogar auch ganz cool. Da sieht der Boden zwar leider... Was? Alter, hey, oder nicht? Da ist der Boden zwar relativ einfältig, aber dann könnte man oben auf dem Hang langlaufen, von oben so ins Dorf runterschauen. Fand ich irgendwie auch ganz trollig. Oh. Könnte vielleicht damit sogar schon reichen. Ne. Shit. Aber jetzt haben die ja vielleicht ja mal wieder ein bisschen was für mich produziert. I'm starving. Yay. Ganze 4 Holzbretter, Bäumchen. Ich bin beeindruckt, bin ich. Das ist richtig gut. Starving, sagt der. Ein bisschen was zu essen müsste ich, glaube ich, noch in der Tasche haben. So eine Klitzeklitz-Kleinigkeit.
Seems I forgot about food. Ich hab doch ein bisschen hier, guck mal. Ein Haferbrötchen. Fast komplett voll, ja. Okay, okay. Interessant. Kommt mir aber ein bisschen übertrieben vor. Sind wir? Das hält sich so halbwegs, aber 15%. Jetzt ist ja schon deutlich mehr dabei, was sie gerne hätten. Nein! Ein einziger fehlt. Ich glaub's nicht. Und da ist der eine. Pups. So. Jetzt mal alles rein, was ich so irgendwie dabei habe. Hey, den verkaufe ich, den kriegen sie nicht. Trockenfleisch, das kriegen sie auch. So. Na bitte, na bitte, na bitte, na bitte. Nur noch zwei. Zwei sind schon weggerannt, so wie es aussieht. Okay. Na gut, die. Aber jetzt geht's aufwärts mit den beiden. Das ist ja schon mal echt ganz anständig. So. Frag mich, warum ich noch zweimal da stehen habe, dass die keine Zuweisung haben. Habt ihr auch die Zuweisungen eigentlich getätigt? Was fehlt? Brunnen hat keine Zuweisung, wahrscheinlich deswegen. Holzschuppen hat keine Arbeiter. Ja, das wird es beides sein. Ah, dafür sorgen wir ja gleich noch. Keine Sorge, keine Sorge. Denn jetzt müssen wir eben mal schauen. Produktion. Genau, die Werkstatt brauchen wir als nächstes. Können wir nämlich die Eimer bauen, die Holzeimer. Und schon die ersten kleineren Gegenstände, die wir vielleicht schon mal verkaufen können. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch zwei Dorfbewohner, ne? Ist klar. Essen, noch für Trinken, also für einen Brunnen und nochmal ein für... Also Essen, Trinken, Holzfäller. Und dann sind wir bei 4. Sollte dann eigentlich für den Start erstmal so halbwegs reichen. So, Produktion. Werkstätte. Tränken haben sie mittlerweile für etwas mehr als einen Tag zumindest. Essen, das sieht ganz gut aus. Brennholz, das reicht easy. Naja, notfalls suchen wir noch mehr Bärchen für die erstmal. Das ist auch schon gar nicht so schlecht. Ah ja, ne? So eine Handvoll Baumstämme und wir haben es. Eine Frau, ein Mann braucht man noch. Dann ist unser Minidorf eigentlich, unser erstes Anfangs-Minidorf, tatsächlich sogar schon durch. Da die Lager ja miteinander verbunden sind,
können wir die hier oben auch einfach so lassen. Das ist erstmal ganz egal. Die können wir hier Ewigkeiten und 3 Tage einfach so lassen. Und dann ziehen wir quasi aus dann unten irgendwo im Tal dann einfach mal die Ressourcen raus. Ist eigentlich ganz cool. So, jetzt mal schauen. Genau, wir brauchen eine Handlaterne. Schön. Ich brauche den Eimer. Dafür brauchen wir Bretter. Hm? Die Organisation und so, die sie hier gemacht haben, ist sehr cool. Wir hatten ja vor kurzem, was war das? Aska, genau, als wir Aska gespielt haben. Das war auch nicht verkehrt, ne? Aber diese durchdachte Organisation, das ist hier viel besser. Das ist hier wirklich, das macht von A bis Z einfach echt Sinn. Ist gut, ist übersichtlich, es funktioniert. Das war bei Aska wirklich so ein bisschen alles irgendwie tranig. Und wenn du das gemacht hast, hast du dir eigentlich permanent immer nur gewünscht, dass es bitte so ist wie bei Medieval Dynasty. Was schade ist, weil so der restliche Ansatz des Spiels war eigentlich gar nicht so verkehrt. Oh. Bären scheinen auch mittlerweile ganz gut nachzuwachsen. Nett. So, noch ein paar Bretter. Zurück. Dann bauen wir. Ah? Kostet Medieval. Das ist nicht teuer. Wird aber auch dreimal aufs Angebot achten, aber wir können mal schauen. Die ganzen Sachen, die jetzt hier rauskommen, die kriegst du ja alle gratis dazu. Guck mal, es ist sogar aktuell im Angebot. 21 Euro kostet es aktuell. Also das ist alles relativ entspannt. Ich meine, das grundsätzliche Spiel ist ja auch schon seit ein paar Jahren draußen, ne? Aber die ganze neue Map und ach alles, die arbeiten da so fleißig dran weiter, das ist so cool. Und das ist alles gratis. Könnten schon mal längst, spätestens für die neue Map oder so, hätten sie vielleicht mal 5 Euro verlangen können oder so. Müssen ja nicht gleich teuer rangehen, ne? Aber so 5 Euro, der hätte doch keiner gemeckert. Willst du den kaufen? Ja. Pff. Machst du nichts Falsches mit. Ist wirklich eines der geilsten Spiele. Und eines der coolsten Indie-Perlen aller Zeiten. Achso, wir hätten ja oben am Brunnen. Naja, ist nicht so wichtig. Aber mal ein bisschen Red gleich mitgenommen. Und dann sind wir hier mit dem Anfangsdorf, das uns jetzt wirklich eigentlich nur zuarbeitet, im Prinzip auch schon durch. Nice, oder? Also. Und dann können wir uns jetzt quasi dann ein richtig schönes Fleckchen mit Wasserzugang suchen, dass wir auch die ganzen coolen Brücken und sowas dann alle da nutzen können. Man da bauen kann mittlerweile. Eimer mit Wasser. Oh. Hier scheint er das nicht zu stacken. Doch. Ich glaube, nur am Brunnen macht er das dann alles mit einmal. Irgendwie sowas war das, glaube ich, ne? Genau, so rum machen wir es. Ja, Map ist auch Multiplayer-tauglich. Ja, genau. Also, ich denke mir auch, ne? Also, das ist natürlich cool, wenn auch im Nachgang auch immer wieder noch ne, Updates dazukommen und Content dazukommt, das gratis, das ist mega nett und das ist voll cool, aber die haben so viel gemacht, da ist so viel passiert,
Das große neue Update mit dem Multiplayer, das hätte niemanden wehgetan, hätten sie dafür 5 Euro verlangt. Niemand. Multiplayer plus neue Map. Sie. So, jetzt gucken wir mal. Verwaltung. Ja, Wasser reicht jetzt für lange Zeit. Kein Problem. Das heißt, so alles in allem, 2 Leute gekauft. Wenn ich jetzt einen Affiliate-Link hätte für Steam, sag ich dir. Das wäre sowieso grundsätzlich eine sehr coole Sache. Aber sieht mir eher nach einem Nein aus. So, dann schauen wir doch mal in Skauki vorbei, oder? Ein Mann, eine Frau brauchen wir noch. Das mit dem Wasser dazu holen klappt so ultra gut, dass ich den Brunnen hier, glaube ich, oben erstmal gar nicht besetze. Und uns 2 noch für Baumgedöns, weil wir brauchen hauptsächlich halt Material. Ja? Also Bäume, Bretter, das ist es eigentlich. Das heißt, die holen wir uns mal eben dazu. Dann können wir uns mal eben auf den Weg machen. Enten. Wunderschöne Stockenten. Oh, das haben sie gefixt. Ich glaub's nicht. Oder doch nicht? Warte. Eigentlich kannst du die von unten jagen und solange die quasi getaucht ankommst, passiert da nichts. Kannst du die von unten einfach abernten. Da drüben steht ein Bär. Sollten wir lieber nicht tun. Ach, Mist, ich hätte mir noch einen Bogen craften können. Merk, merk. Aber wenn wir gleich ein bisschen erkunden und so ein bisschen durch die Gegend stöbern, finden wir mit Sicherheit früher oder später auch noch einen kleinen Langbogen oder so. Na? Fünf Speere haben wir noch. Ein Mann, eine Frau. Und halt, wie gesagt, wir können schon mal langsam anfangen für unseren eigenen Dynastiebedarf, jemanden zu finden. Ja? Das wäre ja gar nicht so verkehrt. Armes, Linus, etwas. Ich glaube, das, wo die mal saßen, genau ist da vorne. Da wollen wir hin. So, dann schauen wir mal. How is life treating you? I'm an experienced traveler, but a shy one. How do you do? 21. Na ja, sag mal so, komm mit ins Dorf. There was this guy in the tavern who... So, Verwaltung. Und du gehst bitte in den Holzfällerschuppen. Und du ab ins Häuschen und in den Holzfällerschuppen. Called himself Sparrow. Sorry, Captain Sparrow. I'm pretty sure he stole my money.
Und damit haben wir quasi schon alles gelöst, bis auf dass sie jetzt noch so ein bisschen unzufrieden sind. Aber das löst sich ja jetzt schon. Also schon mal ganz cool. Aber für uns ist hier leider niemand dabei. Das heißt, wir machen mal uns auf den... Können wir nach Klonika gehen. Wir können nämlich schon mal gleich schauen, ob wir nicht vielleicht dann doch mal eben da oben schon den Spot finden, bei dem wir vielleicht bauen können oder so. Na, das wäre doch schon mal was. Ja, ganz viel Spaß mit dem Spiel. Auch die Leute, also ne, wie gesagt, nicht nur was man so als Spieler mitbekommt, was die hier einfach als Gratis-Stuff und so raushauen. Ich habe hier direkt mit den Kontakt, also mit Toppels bin ich wirklich ganz, ganz nah dabei und das sind wirklich mega nette Leute. Und sehr zuvorkommend und alles und freundlich und ach, du hast ja keine Gedanken machen. Oh, ne? Und jetzt können wir die oben schön ackern lassen. Da müsste eigentlich für alles jetzt, wie gesagt, gesorgt worden sein. Erstmal, das geht. Ich bin gespannt, ob der eine Jäger wirklich das jetzt schon hinkriegt, dass er das schon stemmen kann, so halbwegs. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Einer für vier müsste eigentlich gehen. Oh, guck mal, hier sind zwei Bären, ne? Also, Zeit ein bisschen außenrum zu laufen. Team Affiliate Ersatzprämie. Wo will ich bauen? Ich denke mal, ich werde mir hier die Insel nehmen. Da wir jetzt mit Brücken bauen können und sowas, schon gar nicht so verkehrt. Man könnte andererseits auch überlegen, sich hier das Ding zu nehmen, das quasi hier zu cutten. Dann bauen wir hier das Dorf, machen hier vorne mehr oder minder zu, bauen hier dann noch so Brücken weg. Ginge auch. Aber wir schauen uns jetzt erstmal die große Insel dort im Norden an. Dann mal schauen. War noch ein wilderer Lager. Ein bisschen Glück bekommen wir da vielleicht doch mal schon mal einen Bogen. Nee, nicht so ganz. Aber... Komm, Stimme. Hallo, Kupferbarren. Mich auch mit. Holzhammer? Warum nicht? Nur Schwein. Tja. So. Also so am Flüsschen und so insgesamt sieht es tatsächlich schon gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, damit kann man schon durchaus was machen. Schau mal, wie groß die Insel ist. Das wäre natürlich schon ganz cool, wenn wir auf der auch zusätzlich noch halt auch schon direkt die Felder anbauen können. Müssten wir nicht unbedingt, das können wir rein theoretisch so ein Stück weit auf dem Festland drumherum machen. Das sähe ja auch cool aus. Aber wenn wir da alles drauf kriegen, bekommen oder zumindest die Optionen offen halten, ne, wäre schon nicht so schlecht. Wildere Kupferspäne. Ah ja, ne?
75 Münzen? Na, die nehme ich natürlich gerne. Zum Messer? Ja. Ansonsten scheint er nicht allzu viel zu sein. So feil, ist ganz nett. Ein paar Pelze, ein bisschen Salz. Ganz okay, ganz okay. Aber geht besser. Und von der Gesamtvegetation ist tatsächlich hier so der Sumpfbereich mit am schönsten. Nee. Ich lass mich doch ja nicht einfach über den Haufen rennen, nicht schon wieder. Vergessen wir, dass es die Sicht ja gibt, mit der wir, ne? Schon durchaus ein bisschen mehr sehen hier. Wir haben ja sogar schon darauf geskillt, dass wir da auch ein bisschen mehr sehen. 10 Speere. Das könnte nämlich ein Banditenlager sein. Nö. Ja? Bogen. Was ist ein Sack? Er wartet hier die ganze Zeit nur drauf, dass ich irgendwie runterkomme. Das heißt, wir werden mal eben ein bisschen anderswo langlaufen. Weil, wie jeder weiß, Wölfe sind ja durchaus wasserscheu. Das heißt, spätestens damit kein Problem, kein Problem. Gehen die nicht durch. So, aber wir haben zumindest schon mal den ersten kleinen Bogen. Und auch Henry aus Lübeck. Willkommen. Hallo. Aus Berlin. Stimmt. Ich hatte schon mal gelootet. Ja, das habe ich schon mal gelootet. Ich würde es ganz gerne noch bis in die Stadt schaffen. Am heutigen Tage, also in-game. Das wäre schon nicht verkehrt. Ich glaub, ein bisschen spitzwegerig habe ich mittlerweile, ja. So, die Herrschaften, ich verabschiede mich zum Spätdienst. Dann, gutes Gelingen. Auf das niemand vorbeikommt. Heute Abend mal antesten, das Spiel. Macht das. Wie gesagt, wirst du... Machst du nichts falsch mit, Inuki. Dann viel Spaß. Schön, dass du da warst. Ne? Und wie gesagt, dass nach Möglichkeit kaum jemand vorbeikommt. Und am besten keine Alkoholisierten. Das wäre wahrscheinlich der Jackpot. Ja, das ist ja nicht mehr Fußball. Ne? Insofern. Oder vielleicht deswegen erst recht. Wer weiß. Ach, komm. Machen wir mal ein kleines Feuer. Sehr wünschenswert. Oh, sei du. Schlafen.
So, dann gucken wir doch mal, was wir hier für Herrschaften für uns haben. Ist auch hart, ne? Ich meine, Inuki, oder also, das war auch gar nicht mehr nachgefragt. Also, wenn man weiß, okay, ne, Notarena Krankenhaus generell, okay. Wir haben es verstanden, es ist schwer. So, ich verkaufe mal erstmal so ein paar Sachen, so ein bisschen Geld reinzukriegen. Whatever you so long. So long. Dann. How have you been? Schauen wir mal, was du Feines von uns hast. Nichts Interessantes tatsächlich, nein. I've got half. Aber 1300 habe ich sogar schon. Da könnte es interessanter werden. How do you do? Ich glaube, den Langbogen, den gönne ich mir mal eben. Steinpfeile. 120. Ah ne, Stein. Steinspeer. Steinpfeile 4-5. Die können wir eigentlich auch wunderbar so herstellen, ne? Nee, my word, goodbye. Aber in den Tash können wir die trotzdem nicht herstellen. Das ist ein bisschen doof. Ich glaube, Yoshi, wir versehen aufs Duschstil gesetzt. Ich denke mal, dass das wenigstens dann irgendwie noch spannend wäre. Also wenigstens witzig. 26? Ich sag nein. 23? Auch nicht. 25? Och, nö. Das heißt, hier wären wir schon mal nicht glücklich. Auch nicht. Auch nicht. Wir könnten nach Piastova zurück. Aber erstmal gucken wir uns die Insel an. Also 18 sollte sie schon sein. Also egal von welcher Betrachtungsweise jetzt, aber ich meine, ne, eine ungefähr in unserem Alter wäre schon nicht schlecht und wir sind halt. Ne, Maximus, Minimax, Minimax, Maximus ist halt hier nun mal auch 18 und der braucht einen sei mal. Sonst ist ja nicht gut. Also am schlimmsten stelle ich mir eigentlich wirklich im Krankenhaus so wirklich vor, von wegen so Partygänger, besoffen, irgendwie sich die Nase aufgeschlagen oder irgendwie sowas. Und dann richtig schwerst alkoholisiert, dass du mit denen einfach gar nicht mehr wirklich richtig arbeiten kannst, so nach dem Motto. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so mit am nervigsten. So super renitente und nicht mehr richtig, aber halt noch bei Bewusstsein, dass sie sich halt auch noch wehren können. Das wird wahrscheinlich das Beste sein. Wäre so mein Tipp. So. Witzigerweise, Brücken hat sie sogar schon, die Insel. Aber das wäre sie. Also ein bisschen raus, das war nochmal so, ne? Also flach ist es. Also ich denke mal, da dürfen wir uns, da können wir nochmal was looten. Ich glaube, da sollten wir uns echt keine Gedanken machen müssen. Das sollte klar gehen. Sogar mit so einem kleinen Teich in der Mitte. Das könnte man ja durchaus sogar nutzen. Man dann vielleicht hier so, wo die Taverne ranstellt. Ist da nochmal so ein quasi ein Freiluftklo? Der Platz ist nicht verkehrt. Für Felder reicht es wahrscheinlich nicht. Das wird wahrscheinlich ja nur fürs Dorf an sich. Sonst nichts. Da haben wir Wildschweine. Erst dein Dorf gebaut, Henry. Okay, cool, cool.
Fast ein bisschen schade, dass es hier schon die Brücken gibt, ne? Aber kann ich alles haben. Hirschbaumsetzling. Schön. Und was halt auch ein bisschen doof ist, ist halt das hier. Ich meine, das sieht prinzipiell ganz cool aus. Das brauche ich auch verdient, okay? Das sieht prinzipiell ganz cool aus. Aber das kriegen wir halt nie weg. Das muss ich dann halt hier irgendwie mit einarbeiten. Was halt irgendwie ein bisschen komisch wäre. Finde ich. Das sieht halt so kaputt aus, ne? Dann ist das halt so. Ganz zufrieden bin ich damit nicht. Die Vegetation am hübschesten ist tatsächlich hier. Das heißt, man könnte sogar überlegen, dass wir vielleicht einfach unser Dorf hier so ein bisschen bauen. Dann hätten wir noch so Flüsse, die unser Dorf durchziehen. Das könnte ganz cool sein. Das könnte man machen. Da würden dann auch die Brücken ordentlich zum Einsatz kommen, weil wir dann halt auch Brücken bräuchten. Machen wir so eine Berlin-Köln-Nummer. Also das alte Berlin sozusagen. So ein bisschen Doppelinselchen. Wie gesagt, die Vegetation hier beim Sumpf, die ist richtig schön. Ja, ich kann auch ganz viele Brücken bauen. Ja, da ist ja nicht so... Also einfach eine längs, ne? Einmal hier den ganzen Fluss entlang, weil die Tiere da nicht drauf kommen. Quasi so wie so eine Art safe Autobahn. Da können wir dann drauf laufen und später dann reiten und dann ist okay. Ja, ich kenne die Höhle hier hinten. Bären habe ich schon das ein oder andere Mal erwischelt. Dann sind wir gerade lang gelaufen, aber ist ja auch egal. Das Schöne ist halt, dass jetzt was passiert, während wir hier scouten, ne? Das eine, unser Anfangsdorf, das steht, das funktioniert, das bringt uns jetzt Ressourcen ran. Wenn wir uns dann irgendwann entscheiden zu bauen, dann, ne, können wir dann auch schon direkt mit dem ganzen Stuff loslegen. Moin, Rio Blanquer. Moin. Oh, guck mal, hier gibt's auch Hechte. Nein. Diesmal nicht. Okay, und sie können im Wasser laufen. Oh, noch Ponce. Das ist frech. Das ist schon sehr frech. So schaut, das ist schon immer was anderes, ne? Hast du wirklich richtig dichte was von allem und so, oder? Das ist schon ganz neues. Ups. So ein Sumpfdorf wäre natürlich auch geil, aber quasi der gesamte Bereich des Sumpfes, da dürfen wir leider nicht bauen.
Dorfbogen. Hallo, hallo. Gift. Nicht, dass er es bräuchte. Guck mal, das ist doch nett. Quasi direkt mit Wasserversorgung bei einem zu Hause. Da kannst du aufstehen, drehst dich um und schlürfst erstmal was vom Boden. Das ist doch gut, oder? Tja. Was ist denn hier für eine Party? Also. Stehlen. Will ich natürlich nie machen. Und solange uns keiner sieht, noch mehr Weinflaschen. Scheint so, als hätte hier jemand schon mal wirklich versucht, ein Dörfchen zu bauen. Mehr Gift? Das ist das Schöne bei den tiefen Taschen. Ich kann mitnehmen, was ich nur will. Oh. Hey, ich sollte vielleicht doch ein bisschen aufpassen. Mit dem Clown, das könnte sich ansonsten... Das wollen wir ja nicht. Da wohnt jemand. Ja, ja, ich weiß. Clown ist ja prinzipiell nicht schlimm in dem Spiel. Ne? Du darfst nur dabei nicht gesehen werden. Ich wurde jetzt, glaube ich, auch nicht gesehen, wenn ich es... Wenn normalerweise steht dann dabei von wegen irgendwie Minus-Reputation oder so. Aber ja doch, da lebt noch einer. Der wohl einen enormen Bedarf an Kirschwein hat, so wie das aussieht. Gibbieb, gibbieb. Das ist nicht prinzipiell immer so. Ja, also... Ah... In echt käme noch sowas wie Moral oder so dazu, Griffin... Mal sagen wir mal so. Wenn ich irgendwann mal dich besuchen komme, ne, solltest du auf jeden Fall aufpassen. Ich habe vor allen Dingen eine große Leidenschaft für Küchenstühle. Also falls du Küchenstühle haben solltest, solltest du vorher anschließen. Schrödingers Besitztum, solange keiner sieht, wie du etwas nimmst, ist es automatisch deins. Ja. Das ist offenes, super, super offenes Land. Willst du nochmal? Willst du nochmal? Jetzt fliehen sie schon. Was auf der? Could eat a horse. Wir haben andere Probleme. Erwischelt. Boah, ich dachte, wir wohnen in Berlin. Ja, ich sag ja rein theoretisch, dann gäbe es dann noch sowas dann irgendwie, ne?
Brauchen wir die demnächst auf jeden Fall. Warte mal, wir machen mal was wie folgt. Ich gehe mal kurz in den Fotomodus. Immer noch so. So, jetzt sehen wir es mal von oben. Also das hier wäre quasi so ein bisschen dann die Sache. Die Flüsse sind schon sehr klein. Also diese kleinen Strömchen hier, weiß ich ja nicht, ob wir das dann so richtig gut nutzen könnten. Also man könnte sogar fast eher in die Richtung hier nutzen. Dann können wir hier nämlich wirklich Brücken setzen. Das Dorf sozusagen auf beiden Seiten so ein Stück weit ziehen. Das könnte... Moin, Dirty Andy, hallo. Ja, das ist die neue Map, ganz genau. Boah, da oben ist sogar unser altes Dorf. Ja, aber hier, ne, das könnte man schon machen. Dann lässt man quasi den Bereich hier weg. Nimmt das große Ding hier. Das große... Ist ja doof. Ja, dann könnte man da hinten sozusagen, ne, so ein bisschen... die Brücken nutzen. Wäre gar nicht verkehrt. Aber dann kommen wir schon sehr nah an Klonika wiederum auch ran. Aber das würde mich jetzt nicht so unbedingt stören. Das Oxbow. Genau, genau. Das Oxbow. Die zweite Map. Das machen wir hier. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir hin. Oh. I could eat a horse. Ja. Ich habe noch ein ganzes Haferbrötchen für dich. Das muss reichen. Das reicht ja wirklich sogar. Es gibt wieder was Neues. Naja, es gibt eine Menge Updates. So ist es nicht. Also, Content ist prinzipiell gesehen schon dazugekommen. Aber naja, die Map ist es erstmal. Ja. So, dann gehen wir mal zurück nach Piastovia und schauen mal, ob wir da jetzt jemand für uns finden. Weil wir müssen ja dann trotzdem gucken, dass wir mal so ein bisschen loslegen. Dann bauen wir schon hier unten ein größeres Gebäude, das wir dann direkt beziehen. Wo ich so ein Dorf, was wirklich in der Mitte den großen Fluss hätte, auch ganz cool fände. Dann können wir nämlich auch wirklich gut die Brücken einsetzen. Ja. Was machen wir hier hinten? So, aber jetzt erstmal zurück zur Stadt. Slay? Hier wäre eine witzige Stelle. Hier sind wir sehr nah dran, schon an der Hauptstadt. Aber jetzt so über eine Mittelinsel quasi nur einen Verbund auf beiden Seiten des Flusses zu haben, wäre auch cool. Dann können wir nämlich in der Mitte sowas wie dann die Dorfschenke oder so setzen. Auch mega witzig. Aber ganz perfekt wird es einfach nicht. Also ein bisschen improvisieren müssen wir auf jeden Fall. Das muss so sein. Das ist ja auch gut so. Nice. Lang?
Ah, okay. Brauchen sie uns nicht so schwer machen. Tränktrank. Der hat besten, oder? Trank des Heilens. Das ist gut. Zwei Haferbier. Schön. Ganz anders als die anderen Tränke, die man nicht trinkt. In der Nähe von der Mine, ja. Ja. Ja, da, seitdem es halt Brücken gibt, die man jetzt bauen kann, würde ich wirklich sehr gerne am Wasser bauen. Was man halt wirklich sich überlegen könnte, wäre halt wirklich sogar das Ding hier zu nehmen. Was wir hier im Tal sozusagen bauen. Und dann hier rüber das verbinden. Dass wir, aber dann hier ist genau dieses Fischerding. Das ist halt scheiße. Nö, nö, ich denke mal, da wo wir jetzt sind, das ist schon ganz gut so. Kann man, glaube ich, schon so machen. Schaufel. Hopfensetzling. Sehr geil. Goldener Ring. Schön. Roggenbier, Met. Tiny, feiny. Aber das hier würde ich mir ganz gerne nochmal angucken. Wenn wir gleich durch Piastovia durch sind. Das können wir nur echt nochmal schauen. Ich glaube, da gesehen zu haben, dass da schon auch schon Brücken dran waren. Und dann können wir hier oben eigentlich auch so ziemlich bleiben. Dann ändert sich da ja nicht allzu viel. Aber wir müssen halt sehr schnell mal loslegen, uns hier eine Angebetete zu suchen. Da es hier nicht ganz so viele Dörfer gibt, ist das nicht so einfach. Komm schon. 19! Adelina? Ja, Adelina. Ist doch gut. Du bist mir aufgefallen. Woher kommst du? Bitte erzähl mir was über deinen Geburtsort. Findet sie ganz gut. Mach dich nicht über mich lustig, aber meine Lieblingstiere waren schon immer Hühner. Keine Ahnung warum. Ich liebe einfach die Art, wie sie herumlaufen und ihre Köpfe bewegen. Was mit dir? Plus 6. Juhu! Mittag. Guten Hunger, Yoshi. Hast du Brüder oder Schwestern? Fragen wir so. Plus 6. Hast du eine Lieblingsfarbe? Meine ist braun. Ich weiß nicht wirklich warum, aber ich habe einfach immer mich damit sicher gefühlt. Auch plus 6. Ich liebe die Küche hier. Was ist dein Lieblingsessen? Plus 6. Travers are all very well, but I would love to finally. Wie geht's dir, meine Schöne? Weißt du, warum Bären keine Schwerter benutzen? Weil sie dich so überwältigen können. Plus 8. Okay, jetzt dürfen wir aber nicht mehr. Aber 38 haben wir schon. Jetzt kriegst du von mir noch einen goldenen Ring. Plus 8, das ist nicht so viel, aber. Adelina, sage ich dir. Adelina. 46%. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Können wir noch nach Astoria? Mal gucken, ob es da noch eine bessere gibt. Aber 19 Jahre, das ist schon gut. Das ist schon sehr gut. Und gut gestartet sind wir auch. Und Adelina ist ein toller Name. Den kann man sich auch gut merken. Das ist wichtig. Also, vor allen Dingen ihr könnt euch den gut merken. Das ist sehr wichtig. Da geht was, würde ich sagen. Das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. So, mal überlegen, was brauchen wir als nächstes? Vor allem, was starten wir? Wir müssen eigentlich gleich mal. Ich glaube, als erstes sollten wir sogar das Ressourcenlager bauen, ne? Dass wir direkt darauf zugreifen können. Was die anderen oben so gebaut haben.
gemacht haben. Und dann, was dann? Ja, und dann können wir eigentlich schon direkt loslegen. Ja, das mit den Brücken ist gut. Das ist gut. Wie gesagt, die eine Stelle können wir uns noch angucken. Aber ich denke mal, da wo wir jetzt sind, ist wahrscheinlich ganz gar nicht so verkehrt. Wenn wir das richtig inszenieren und vielleicht so ein bisschen kaschieren oder sowas, dann könnte das mit diesen Zuflüssen halt wirklich so sein, wie man sich so ein Dorf halt vorstellt, ne? So in der Zeit, wenn es dann ein bisschen größer wird. Das können wir dann echt ganz gut nutzen, wenn wir dichter an dicht bauen. Sprich, das ist dann, ja, so wie die ersten Städte, ne? Und die Wasserzuläufe sind dann eigentlich mehr Kloake als alles andere oder so. Plus dann noch einen größeren Fluss dazwischen, da geht dann halt die Brücke rüber und so. Da geht echt einiges. Ja, das sieht sehr cool aus am Ende. Yacht, Yabi. Yacht, Yabi. Die Daube. So, da wären wir. Ich glaube, die saßen immer hier hinten. Nee, die saßen da vorne. Eine 19-jährige Adelina. Ist nicht verkehrt. Uiuiui, hier sind aber auch so ein paar. Griselda, 22. How can I help you? Philiberta mit 18? Du bist mir auch aufgefallen. Die Lieblingsfarbe wieder, da weiß ja die Funst. Was hatte ich hier verschlagen? Plus 6. Mir aufgefallen, darf ich dich mal fragen? Mach dich nicht über mich lustig, aber mein Lieblings... Achso, die Hühner, die kennen... Aber die wissen wir auch, das mag, das mögen sie, das nehmen wir. Okay, mehr geht nicht. Auch noch Prototype. How are you? See you around. Also Adelina oder Philiberta? Ich muss sagen, Philiberta finde ich irgendwie den witzigeren Namen. Und die ist komplett in unserem Alter. Servus auch zum Sargo. Ich kann dir einen Seidenschal geben. Plus 8. Also ich tendiere eher zu Philiberta. Ja. Ich denke schon. Schnapse dir. Nimm die Philly. Mach aber. Jetzt habe ich so lange zugesehen, dass ich selber wieder anfangen muss. Sagt der schwarze Kuh. Ja, da ist halt. Da ist ein feines Stückchen Spiel, das sie hier gebaut haben. Ist halt einfach so. Wenn du erstmal dabei bist und so sein Dörfchen und dann hier und dann da und dann zieht dich das. Dann zieht dich das so ungemein in den Bann. Das ist so krass. Mhm. Gucken wir uns das Ding noch da hinten an, aber ich denke mal, wir werden das schon hinten beim Sumpf bauen. Und dann holen wir uns die Philiberta. Ich meine, hier wäre mir schick. Recht zentral, vor allem zwischen den unteren drei. Das wäre auch nicht so schlecht. Ja, guck mal. Ich dachte schon wieder, ich werde angegriffen. Das ist unendlich. Unendliche Ausdauer ist eine Wonne. So herrlich. Okay, wir sind uns einig. Dann muss die Philiberta her. Ah ja, scheine ich tief genug zu sein.
sehr klüftig hier. Sehr, sehr, sehr klüftig. Es ist schade, dass sie hier die eigentlich Dörfer so nah alle schon an den Flüssen gebaut haben. Oder auch im Hauptfluss gebaut haben. Wäre schon, also damit haben sie einem schon durchaus ein bisschen was genommen. Ich will quasi nicht unser Dorf direkt daneben bauen. Das ist doch irgendwie ein bisschen strange. Oder? So. Ich glaube, hier vorne müsste das eigentlich schon sein. Ja. Wir werden mal kurz eine Klitzekleinigkeit schlafen. Das werde ich mir nämlich wunderbar bei Tag anschauen. Schön von oben im Fotomodus. Oh, sogar. Nein! Jetzt ist er geportet. Aber das heißt, wir können gleich wieder mit der Filiberta reden, ne? Schauen wir doch mal, was wir bis jetzt hier geackert haben. 51 Baumstämmchen. Wetter, nett. Sogar ein bisschen Leder, ein bisschen Pelz, nicht verkehrt. Tja, dann wären wir jetzt wieder hier. Aber gar nicht so verkehrt. Schaut mal, jetzt sieht man das nämlich von oben. Seht ihr das? Das könnte man, glaube ich, schon ganz gut nutzen. Ich würde sagen, wir versuchen es so. Ist nur die Frage, wo wir quasi anfangen. Weil wir hier mit unserem Gebäude ja mehr oder minder loslegen. Aber das Ding werde ich ja früher oder später abreißen. Den beginnt man ja meistens so recht simpel. Warte mal. Wenn wir schon mal hier sind, glaube ich, sollte ich mir mal ein paar... Lalalalalalalalo. Sollten wir uns eigentlich mal ein paar Steinpfeile noch bauen. Das wäre, glaube ich, nicht so schlecht. Mal noch Monster. Du hast die ersten Anbandlungen verpasst, Monster. Filiberta heißt die angepriesene Auserwählte. Ich glaube, das ging auch hier, ne? Genau, Steinpfeil. Und dann gib ihm. ...280 Steinpfeile haben wir. Na bitte! Das ist doch was. Dann nehmen wir mal den Bogen. Packen uns den auf die 7. Dann können wir... Oh nein, die Arme! Hey! Was denn? Auch geil, dass wir... quasi jetzt gleich schon Herbst haben. Und es jetzt überhaupt losgeht. Mensch. So eine Handvoll Steine sollte man immer dabei haben. Ich kann mir vorstellen, dass es ganz geil ist. Von Wölfen getötet zu werden. Muss auch Pfeile auswählen.
Nee, nicht die Bronzepfeile. Jetzt können wir. Jetzt soll er nochmal versuchen. Und ab jetzt sind wir im Rennen. Jetzt können wir uns überlegen, eigentlich mal den Schaden hochzusetzen. Also wenn ich mich doof anstelle, so wie eben gerade, dann sollte ich dann jetzt auch langsam sterben. Oder? Ah, ich denke schon. So, da vorne geht nicht mehr sogar nochmal ein Fluss in eine andere Richtung. Das möchte ich mir mal kurz anschauen. Vielleicht können wir nämlich da dann einfach anfangen. Dann bauen wir uns quasi erstmal ein Haus am See. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Sie müssen auf jeden Fall weg von den Teilen hier. Das heißt, so ein bisschen rum. Bis zum Ausgang des Flusses wäre wahrscheinlich ganz gut. Mal noch Sendor. Hallo, hallo. Ja, dann hier so die Brücke rüber und so, ne? So, hier ist der Fluss. Na? So. Oh, echt? Ja. Oh oh. Wollen gleich die nächsten wieder was von mir? Ich habe kein Leben. Ich müsste aber einen Trank haben. Aber die sind eigentlich mal so teuer. Eigentlich will ich die nicht, ne? Ich glaube, ich habe hier Trank des schnellen Heilens. Na, wo ist der andere? Holzbär kann da liegen bleiben. Schön, dass mir hier der Wolf nicht angezeigt wird, den ich noch gekillt habe. Ist ja frech. Zweihundert Münzlis. Kirschwein, schön. Ich glaube, ich fange hier oben an. Klonika sieht man wenigstens nicht so richtig gut. Das ist schon mal ganz geil. Oder einfach ganz kackend dreist. Einfach so. Mitten in der Bumper. Ist doch schon relativ viel frei, ne? Also insofern. Ich glaube, ich bleibe erstmal noch an des Wassers. Dann einmal bitte ein Materiallager. Da kann man ja in der Nähe hier vor dem einzelstehenden Baum durchaus bauen. Können wir ziemlich an dem so ein Stück orientieren.
die Baumstämme. Sie wandern dahin. Das waren mal eben schon 50 Stück oder so, die ich mitgenommen hatte. Aber was ganz cool ist, ich kann halt hier drüben jetzt Baum fällen und da haben wir Ahörner. Die Ahörner, ne, das sind die besten. So, Kupferaxt. Jetzt hier hauptsächlich. Ah, da drüben. Ja, mal gucken. Das ist auf jeden Fall mit diesen vielen kleinen Dingern hier, mit den vielen kleinen Zuläufen, ist auf jeden Fall ziemlich anspruchsvoll. Also das alles am Ende wirklich harmonisch aussehen zu lassen, als wenn es wirklich gewollt wäre. Und auf einer der kleinen Inseln müssen wir natürlich dann schon mal straight auch mein eigenes Gebäude bauen, ne? Das ist natürlich auch wichtig. Aber so kriegt man auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Holz rein. Nicht getroffen? Jetzt habe ich ihn getroffen. Ich meine, ist gut. Wir kriegen Pelze, wir kriegen Fleisch. Das sind alles wunderschöne Sachen, die wir auch gut verkaufen können. Also jetzt gerade zum Start. Sollten wir eh mal schauen, dass wir vielleicht mal das ein oder andere Bison jagen oder sowas. Wisent. Wäre gar nicht so schlecht. Ja. Vorsicht. Allzu viel Leben habe ich nicht. Ich frage mich, ob wir diese komischen Gebäude, die hier so kaputt in der Gegend rumstehen, ob wir die zerstören können. Ich meine, wenn nicht, arbeiten wir die einfach auch irgendwie mit ein. Das kriegen wir schon hin. Irgendwie, dass wir da ein Feuer reinsetzen oder so, dass es dann am Ende vielleicht aussieht, als wäre es irgendwie abgebrannt oder sowas. Oder dann müssen wir halt drumherum auch noch ein, zwei weitere kaputte Gebäude setzen, dann ist es sozusagen ein bisschen so eine, so ein bisschen Slum der Stadt oder so. Ja, vielleicht. Wenn man die renovieren könnte, ja, oder halt abreißen. Ich nichts gegen. So. 50 sind 50. Achso, das ist ja tatsächlich sogar meins, fällt mir gerade ein. Das ist ja das Lager, das ich baue. Also damit noch ganz okay. Warum habe ich schon den einen oder anderen Baum gefällt, wie man sieht?
Ich will gar nicht, das ist eine Dorf, deswegen. So, Materiallager haben wir. Jetzt gucken wir mal, wo wir das erste Gebäude setzen, nämlich mein Gebäude. Hier wird sozusagen das erste Mini-Zentrum werden. Am besten ja wahrscheinlich an der Spitze oder so. Die so. Ja. Gucken, ob wir da ein Gebäude drauf bekommen. Ich glaube, in der Nähe von diesen Hütten kann man nichts bauen und auch keine Bäume fällen. Eigentlich sind die Bereiche, in denen du nichts machen kannst, mittlerweile eingegrenzt. Ich hoffe mal, das gilt auch dafür. Wie fährst du mein Super Ingo? Ah, seht ihr, das wird so nichts. Das ist zu klein. Ist gut. Ist cool. Das kriege ich gut. Bauen wir nämlich hier den Garten. Da kriegen wir hier noch so einen kleinen rückwärtigen Garten oder so raus. Kann schon einen Weg bauen, ja. Ja, da wären wir so ein, zwei Klitzekleinigkeiten. Noch rankarren müssen. Aber dazu haben wir ja oben unsere Lloyds, ne? Muss nicht. So, wir brauchen Steine und vor allen Dingen Holzstämme. Ich kann nicht schon die eine Pickaxe bauen. Können wir eben gucken. Steinpickaxe. Können wir sogar schon bauen. Obwohl Steinchen sammeln wahrscheinlich mittlerweile noch am Anfang relativ gut ist. Den Rest kriegen wir ja aus dem Materiallager wiederum raus. Das ist ja auch ganz okay. Ganz gut. Ah! Eines Tages, sage ich euch. Wenn die Insel dir komplett meins ist. Die Inseln. Ich glaube, ich habe mal erwischt. Ja, ich habe mal erwischt. Dann gibt es hier keine Problemchen mehr. Ich glaube, hier können wir nämlich dann die Insel sozusagen so ein bisschen, hier diese Mini-Insel, so ein bisschen zu meinem Gedöns machen. Dann baue ich da nämlich so einen Garten drumherum. Der wird dann an einem Punkt halt unterbrochen, da wo dann der Weg mit Brücke durchgeht oder so. Ich glaube, das geht schon durchaus. So, dann gucken wir mal, wie fleißig sie drüben waren. Das ist halt jetzt echt witzig, ne? Jetzt arbeiten die mir zu, obwohl sie eigentlich noch ganz woanders sind.
sogar halbwegs. Jetzt fehlen Bretter. Aber für Bretter müsste ich erstmal noch nur nach oben gehen. Zu meinem anderen Gedöns. Und wo sind die nochmal? Wird gar nicht mehr angezeigt? Müssten hier stehen. Ah ja, da ist es. Ich meine, so ein kleines... So eine kleine Holzfäller-Garnitur hier mit ranzustellen, macht schon durchaus Sinn, weil wir müssen halt auch Sachen säbeln. Aber so den Anfang heute würde ich ja schon ganz gerne noch irgendwie hinkriegen. Deswegen machen wir mal den. Dann setze ich einfach mal einen Holzschuppen daneben. Zack. Keine Steine. Noch mehr keine Steine. Und dann vielleicht sogar schon der Brunnen oder sowas. Der rein theoretisch hier immer aus dem Fluss denn trinken könnten. Ah ne, 12 Steinäxte noch. Okay, das geht noch. Wir müssen zumindest erstmal noch keine weiteren Äxte den da reinlegen. Ich bin der Dorfschulze, bin ich. Oh, die haben Hunger. Nicht gut. Gar nicht gut. Zwar überhaupt nicht gut. Das heißt, ein Jäger bekommt es aktuell nicht hin. Wenn er nämlich keine Messer hätte, müsste, würde er ja auch wiederum meckern. Das heißt, er kann noch, er kann aber nicht. Also nicht genug. Noch nicht. Wenn er irgendwann auf Stufe 10 ist, dann ist alles ganz egal. Dann produziert er alleine für 100 Leute oder so. Ist übertrieben dargestellt, aber so ein bisschen in die Richtung geht's dann. War nicht so schlimm. Ich habe eine Menge Fleisch, das könnte ich hier notfalls mit reinlegen. Wundert mich aber trotzdem. Also eigentlich auch, ich meine, wir haben nur 4 Leute. Ich habe jetzt einen, der jagt. Das sollte doch eigentlich reichen. Boah, die haben es irgendwie abgeschwächt. Vielleicht haben sie jetzt, rechnen sie jetzt mit ein, was du für Werkzeuge hast. Das Steinmesser reicht dann irgendwie nicht mehr. Aber wir kriegen es alles noch raus. Wir werden das alles noch ausgiebigst verbessern. Gar kein Problem. Da mal zurück, Ibus. Oh, das werden wir natürlich, je nachdem, was wir dann irgendwann immer mehr bauen können, auch immer weiter wieder überarbeiten und verändern. Deswegen ist das ja auch erstmal im Prinzip alles so ein bisschen provisorisch. Oder man stärkt ja eigentlich erstmal so ein bisschen so die Grundbereiche ab und dann müsste das gehen. Sollte ein Steinmesser nicht reichen? Ja, ich bin ja auch effektiver, wenn ich besseres Werkzeug nutze. Vielleicht haben sie das mittlerweile so weit hingekriegt.
Denn wir kriegen es alles raus. Ist jetzt doof. Ah, habt ihr schon mal ein paar Bretter produziert? Ja, tatsächlich. Ich glaub's nicht. 5, sogar ausreichend. Ja, echt richtig stolz auf die. Der Wahnsinn. So, dann natürlich auch das Nahrungsmittellager. Schon mehr Baumstämme. Also den einen da, den finde ich halt cool, den würde ich ja ganz gerne nicht unbedingt abreißen. Ich glaube, hier können wir nochmal ran. Die können wir ruhig mitnehmen. Meine Frage. Schon jemand so weit gespielt, dass man stirbt und seinen Sohn weiterspielt? Ist man ein neues Dorf bauen oder der übernimmt das? Das weiß ich, aber so weit gespielt habe ich trotzdem noch nicht. Aber von dem, was ich dazu gelesen habe, spielst du quasi dein Dorf weiter, aber dann halt quasi in der Rolle deines Nachwuchses. Muss übrigens kein Sohn sein. Bei dem Multiplayer-Run mit, vor allem mit Yoshi und mit dem lieben James, da war das ja so, da haben wir ja, da hatte ich eine Tochter. Aber ja, du übernimmst es doch. Nein. Heute Abend geht's mit Assassin's Creed weiter. Um 17 Uhr. Dann reisen wir quasi noch weiter in der Zeit zurück. Oh oh. Nicht gut. Das waren meine besseren Werkzeuge. Eine Bronze-Axt habe ich noch. Welche Zeitspanne ist das eingestellt? 3 Tage? 3 Tage sind eine. Ist ein. Eine Jahreszeit. Ja, 3 Tage, eine Jahreszeit. Später echt wenig, ich hatte dann am Ende 5. Ja, je länger du das halt, das darüber in die Länge ziehst, umso eher hast du halt Probleme, dass du dein Kind noch erwachsen bekommst und sowas. Und du entkräftest darüber auf Dauer halt sowas dann wie Steuern und so ein Spaß, weil das sich ja auch alles an die Zeiten richtet. So. Soweit, so irgendwie gut. Die rote Beete kriegt er auch. Jetzt dürften sie, genau, erstmal wieder genug zu essen haben. Also ich hatte schon irgendwann überlegt, ob man das nicht sogar runterstellt, um das halt dann irgendwann so weit zu forcieren, dass du halt dann wirklich irgendwann mal eher die nächste Generation übernimmst.
Ah, das wird noch ein gewisser Weg zu gehen hier sein. Bretter und Steine brauchen wir jetzt. Aber das Schöne ist, dass wir das jetzt ja alles machen können, denn wir haben ja jetzt unser kleines Holzfällerlager hier unten. Ist ja schon nicht so schlecht. Speicherstand. Test 1, 2, 3. Ja. Das war's für heute. Morgen machen wir weiter. Freue mich drauf. Freue mich sehr drauf, wie wir hier quasi die Flusslandschaft einmal komplett umgestalten. Da freue ich mich sehr. Ich hoffe, ihr euch auch. Ich werde euch weiterschicken und zwar zum lieben Kapushahn. Dahan. Ja, denn wir heute Abend mit Assassin's Creed weiterspielen und wie gesagt, morgen ist quasi genau das gleiche. Assassin's Creed abends und um 9 Uhr spielen wir dann Medieval The Dynasty. Spaß euch beim Kapo. Er spielt gerade übrigens Workers and Resources. Viel Spaß. Bis morgen. Springen wir dann einmal wirklich komplett durch die Zeit.